Als ich Mutter wurde, war mir klar, dass die irgendwann auch gehen. Und mein Weg war, oder meine Aufgabe, meine Kinder dafür stark zu machen. Ich glaube, das haben wir zu einem Großteil wirklich ganz gut hinbekommen, mein Mann und ich. Und jetzt müssen die fliegen und die müssen ihren Weg finden. Ich habe mich ja auch schon getrennt. Und es ist, glaube ich, nichts zerstörerischer, als wenn du jemanden siehst, die auf dem Boden liegt und weint und dich festhalten will und du willst eigentlich nur weg. Am meisten bin ich dankbar, wenn ich dann sitze auf der Terrasse und gucke, das ist sehr schön, das Ganze. Da denke ich, Mensch, dass mein Mann mich überhaupt genommen hat. Nee, der war, brauchte mich ja nicht zu nehmen, das Friseuschen. Er hat mich aber genommen und ich hab's gut gemacht, wenn er von oben guckt. Loslassen an sich heißt ja, ich akzeptiere, dass etwas nicht mehr so ist, wie es bisher war. Und damit beginnt Loslassen eigentlich. Ich muss es nicht gutheißen, was passiert, aber ich muss es annehmen. Herzlich willkommen im Nachtcafé. Schön, dass Sie da sind. Die Familie, die große Liebe, der Beruf. Es gibt so viele Dinge, von denen wir glauben, sie gehören einfach untrennbar zu uns. Und trotzdem müssen wir immer wieder auch loslassen lernen. Manchmal leichter gesagt als getan. Die Kunst des Loslassens, das ist unser Thema heute. Und ich freue mich sehr auf diese Gäste. 17 Jahre lang war Sky Dumont mit seiner Frau Mirja zusammen, mit der Überzeugung, dass der Altersunterschied von fast 30 Jahren irgendwann ein Thema werden würde. Doch als sich Mirja schließlich trennte, traf ihn diese Entscheidung dennoch schwer. Noch nicht ganz loslassen möchte Margot Schmidt. Die Erfindung eines Lockenwicklers hat sie zur erfolgreichen Unternehmerin gemacht. Längst ist sie im Rentenalter, doch an Aufhören ist noch nicht zu denken. UEFA-Cup-Sieger, Publikumsliebling, das klingt nach dem Traum eines jeden Fußballers. Und trotzdem fiel es Yves Eigenrauch leicht, seine Profikarriere an den Nagel zu hängen. Heute hören wir, warum er so gut loslassen konnte. Mit gemischten Gefühlen blickt Janine Kunze auf den bevorstehenden Auszug ihrer Tochter Lilly. Der Abschiedsschmerz mischt sich mit Freude und den Gedanken an ihre eigene Kindheit und Jugend, die sie in einer Pflegefamilie verbrachte. Mit 18 Jahren musste Sebastian Wächter sich von vielem verabschieden, was damals sein Leben ausgemacht hat. Ein Unfall beim Wandern führte zu einer Querschnittslähmung und zu der Herausforderung, sein Leben neu zu denken. Die Psychotherapeutin Dr. Bärbel Wadetzki beschäftigt sich schon lange mit Veränderungen im Leben und weiß, warum Loslassen immer auch mit Dranbleiben verbunden ist. Und dass es dafür viel Vertrauen braucht in sich selbst und in das Leben. Herzlich willkommen, Frau Wadetzki. Herzlich willkommen an die Runde hier. Die Kunst des Loslassens. Frau Kunze, Ihre Tochter wird bald 18. Ja. Ich glaube, Ende Juli, oder? Ja. Irgendwann, es ist nicht mehr so lang hin, schlüpft sie sozusagen aus dem Nest. Ja. Ist das schon so ein bisschen der Schmerz des Loslassenmüssens da? Auf jeden Fall. Ich glaube, da ist man sich aber als Mutter und Vater auch von Anfang an im Klaren, dass die Vögelchen irgendwann fliegen. Ja, ja. Je näher der Zeitpunkt oder der Tag dann rückt, desto schmerzvoller ist es. Aber wir haben ja Gott sei Dank die Pubertät, die vereinfacht uns das dann ein ganz bisschen, den Kindern so wie auch uns. Aber es ist schon hart. Und ich ist jetzt gerade auch das erste Mal alleine im Urlaub für 10 Tage mit Freunden. Und wir haben uns die letzten 17 Jahre nie so lange nicht gesehen. Es tut jetzt schon weh, aber es ist auch in Ordnung. Ich freue mich, dass es ihr gut geht. Herr Dumont, wie gut sind Sie bei Ihren Kindern in der Kunst des Loslassens? Nicht wahnsinnig gut. Nee? Ich habe eine 20-jährige Tochter, die studiert in Berlin. Und ich reiße mich zusammen, dass ich sie nicht täglich anrufe und frage, wie es ihr geht, weil sie immer sehr ihr Wortschatz beträgt ja, nein, vielleicht. Das motiviert das nicht ist so das Einzige, was kommt. Anrufen, ja. Das ist nicht leicht. Ne? Ja, verstehe. Ja. Aber es ist so, man muss Kinder loslassen. Ja. Wir wurden ja auch losgelassen. Hm. Eigentlich nicht, aber wir haben uns losgelöst. Ja. Frau Schmidt, erlauben Sie, dass ich der Runde hier Ihr Alter verrate? Natürlich, ja? Bitte. 83, ich sage das ganz laut. Sie sagen nein, ne? Gleich. 83. Ja. Und Frau Schmidt, Sie stehen immer noch an der Spitze Ihres Unternehmens, führen Ihr Unternehmen. Ja. Würden Sie sagen, die Kunst des Loslassens, das ist alles überbewertet? Also in meiner Situation würde ich sagen, ja. Ich habe immer gesagt, loslassen und festhalten, das ist wie so eine Pendance. Mhm. Ich prüfe das immer und solange ich da stehe, wo ich stehe,
voller Begeisterung, voller Erfolg. Und Sie müssen sich vorstellen, 25 Jahre bin ich in einem Verkaufssender, QVC, manche kennen ihn ja. Es ist, ein, darf ich sagen, ein toller Haufen. Und die haben mir ermöglicht. Noch so eine Werbung untergebracht? Sie machen das schon sehr professionell so, ne? Ich wollte, ja, also nur ganz, ja, ganz höflich wollte ich das sagen. Ja, ja, natürlich. Ist also wie so. Gesagt, es ist, und wenn man 25 Jahre in einem amerikanischen Unternehmen, die knochenhart sind aber auch, immer noch die Nummer 1 mit 83 ist, in puncto Haare, mein lieber, dann bin ich sehr glücklich. Dann habe ich es noch richtig gemacht. Das strahlen Sie auch aus. Das strahlen Sie auch so. Ja, genau, kann man ruhig sagen. Also, Yves Eigenrauch, Sie haben etwas geschafft, wovon ganz, ganz viele träumen. Ne? Fußballprofi, UEFA-Cup-Sieger, Europapokalsieger, Profi. Warum ist es Ihnen so leicht gefallen, dann nach der Karriere zu sagen, ich klinke mich da aus, ich lasse los? Es gibt sicherlich mehrere Beweggründe, beziehungsweise Umstände, weshalb es so war. Letzten Endes kann man es aber runterbrechen auf einen ganz wichtigen Punkt, glaube ich. Und das war, dass ich mich über den Sport nie definiert habe als Person. Das heißt, mir hat das Spiel als solches Freude bereitet, mit Betonung aufs Spiel. Wobei ich zugeben muss, dass ich auch nicht so gerne Pflichtspiele absolviert habe, weil sich da alles so fokussiert hat, so punktuell. Gefragt wurde, ich habe lieber trainiert. Da konntest du auch mal Dirnekunst machen, Spaß machen. Wie gesagt, in dem Begriff Fußball, in der ausgesprochenen Version, ist halt das Spiel. Und das Spiel stand und steht für mich heute auch nach wie vor noch im Vordergrund. Mhm. Und da musste ich leider für mich selber erkennen, dass es doch in den 90er Jahren relativ extreme, gerade im in der zweiten Hälfte sehr extreme Veränderungen gegeben hat, dessen Teil ich nicht mehr sein wollte. Da steigen wir auch noch mal richtig ein später. Aber erstmal zu Ihnen, Herr Dumont. Das Thema Loslassen und die Kunst des Loslassens, wie sehr ist das in Ihrer aktuellen Lebensphase auch ein Thema für Sie? Wenn man ein gewisses Alter erreicht, zumindest was mich betrifft, lernt man sehr schnell das Loslassen. Man lässt los in der Liebe, man lässt los mit den Kindern. Man lässt los, dass man gewisse Rollen nie mehr spielen wird. Da ist eine ganze Menge. Gerade wir Männer sind ja da privilegiert. Wir können ja sehr lange spielen. Aber gab es eine Phase, in der Sie gemerkt haben, jetzt beginnen diese Gedanken, jetzt beginnt es mehr, mit, sich zu verändern? Ja, krass. Das kam natürlich durch die Trennung erstens mal. Das zweite war, weil natürlich meine Tochter in einem Alter war, wo sie dann ging und eigentlich gar nicht jetzt diesen Vater als Anhängsel haben wollte. Das kam alles auf einmal und das war sehr schwer. Und dann starb auch noch meine Mutter, die ja sehr alt wurde, 97 wurde die. Und ich hatte nie ein gutes Verhältnis mit meiner Mutter. Aber als sie starb, war meine Vergangenheit plötzlich weg. Die wusste immer alles. Die wusste genau, was ich gemacht habe mit 9, mit 10, mit 11 in der Schule. Weiß nicht was. Es war ein plötzliches Loch, was da entstand. Und das kam alles zusammen. Das war Kacke. Sie haben ja auch schon gesagt, die Trennung gehörte auch zu dem, was dieses Gesamtgefühl dann so gemacht hat. Sie waren vor gut 20 Jahren, haben Sie das letzte Mal geheiratet, Ihre Frau Mirja, Sie haben zwei Kinder. Zum letzten Mal, genau, wie Sie sagen. Zum bisher letzten Mal, genau. bisher letzten Mal, Sie haben zwei Kinder. Sie haben sich dann getrennt. Von wem ist diese Trennung ausgegangen? Also seit, von meiner Frau. Ja, seit 4 Jahren sind Sie geschieden jetzt. Ja, ja. Ich muss dazu sagen, dass die Trennung selber war nicht das, was mich umgehauen hat. Es war ein Zusammenkommen von verschiedenen Dingen, die ich Ihnen gesagt habe. Und es war jetzt, das klingt jetzt böse, nicht der Verlust der Frau. Wir verstehen uns nach wie vor sehr, sehr gut. Sondern es war Verlust des Hauses. Ich hatte zwei wunderbare Kinder, wir hatten einen Hund, es war ein Zuhause und ich stehe auf das sehr. Und plötzlich war Familie. Aus. Familie. Haus wird verkauft, Wohnung, neue Schule. War grauenvoll. Haben Sie das denn in irgendeiner Form kommen sehen oder hat Sie das kalt erwischt? Nein, nein. Hat Sie kalt erwischt? Aber innerhalb von 10 Sekunden. Und der Tod meiner Mutter nicht, aber die Trennung kam sehr schnell. Und ich habe fast 5 Jahre gebraucht, bis ich wieder auf die Beine gekommen bin. Wissen Sie denn, warum? Hat sie gesagt, warum? Na, das gehört jetzt hier nicht. Ja, aber sie hat. Der Altersunterschied ist sicherlich einer der Gründe gewesen. Aber das glaube ich jetzt nicht, dass das der Grund war, der alleinige. Sondern es war ein Befreien.
Sie wollte sich sicherlich, aber das, da müssten Sie sie eigentlich einladen. Aber, öffentlich hat sie gesagt, es hätte mit dem Tod von Roger Cicero auch zu tun. Und ja, dass man eine neue Lebenssituation... Nein, gibt. Ich glaube, sie wollte sich befreien, das verstehe ich auch. Sie war immer die Frau von Sky Dumont. Das war ja bei mir meine, meine Glanzzeit, Kubrick und Schuldes Manit und so weiter. Und das stelle ich mir auch schwierig vor, wenn immer in jedem, wenn du was machst und da steht immer irgendwie in Klammern dahinter die Frau von Sky Dumont, das würde mich tierisch nerven. Aber das ist ein anderes Thema, da müssen Sie sie einladen. Dann kommen wir zu Ihnen. Haben Sie denn, es gab 29 Jahre Altersunterschied, Sie sagen, Sie sind kalt erwischt worden. Haben Sie denn mit dieser Möglichkeit, dass sich Lebenssituationen in andere Richtungen entwickeln können, vorher schon gerechnet, dass das passieren kann? Ja, natürlich. Ich habe das auch ganz klar definiert. Ja. Ich habe gesagt, wenn ich eine Frau habe, die 29 Jahre, das ist eine Generation, dass ich mich, wenn ich merke, dass ich mein Alter extrem spüre und auch mein Partner spürt, ich versuche es jetzt sehr diplomatisch auszudrücken. Ich will nicht gewickelt werden. Ich würde mich entziehen. Und das habe ich auch geplant und das war auch alles, habe ich auch alles vor. Ich würde mich auch meinen Kindern entziehen. Ich will nicht, dass meine Kinder irgendwann mal mich pflegen müssen. Das will ich nicht. Insofern habe ich immer damit gerechnet, dass das zu Ende kommen könnte. Es war nur das Tempo, was mich natürlich völlig über den Haufen gebracht hat. Und wie Sie sagen. Darf ich da ganz kurz natürlich eine Frage stellen? Weil das hat mir gerade irgendwie wehgetan, wenn ich das sagen darf. Ich weiß, was du meinst, und das ist bestimmt sehr ehrenhaft gemeint. Mir täte das sehr, sehr weh, wenn mein Mann oder auch meine Eltern sich mir entziehen würden, wenn sie mich eigentlich am meisten bräuchten. Das ist ja auch, du meinst das bestimmt sehr, sehr positiv. Aber vielleicht ist man ja gerne auch an der Seite, wenn es jemandem eben nicht mehr gut geht. Also mir würdest du mein Herz brechen. Ich kenne viele, viele Paare, wo der Mann sehr, sehr krank wurde. Debil wurde. Mhm. Krank wurde, was auch immer. Liebe stirbt nicht, aber sie wird anstrengend. Und sie zerfrisst den Partner. Ich kenne zwei Fälle, wo die Frau wirklich selber krank wird, weil sie ihren Mann pflegen muss, weil er Anfälle bekommt, weil er sie anschreit, weil er böse wird, weil er weiß nicht, was wird. Und sie hält es durch, weil sie ihn liebt. Sie liebt ihn nach wie vor, weil sie den Mann liebt, wie er war. Aber wenn er nicht mehr der Mann ist, der er war, und ich durfte das ja selber auch mitmachen. Ich hatte damals ja auch beim Unfall eine Freundin, wo ich dann ein anderer war, logischerweise, nach dem Unfall. Und wir sind dann trotzdem auch sieben Jahre zusammengeblieben und hatten auch eine glückliche Beziehung. Und sie hat auch pflegerische Tätigkeiten übernommen damals, weil ich sie auch gebraucht habe. Und sicherlich war das nicht ihr Lebensmittelpunkt. Ne? Also ich habe auch das Ganze entsprechend organisiert. Aber mit Sicherheit hat sie auch pflegerische Tätigkeiten übernommen. Und wir haben uns dann nach sieben Jahren getrennt, aber nicht deswegen. Sondern, ich darf dich duzen. Ja, gerne. Aber du bist jung, du hast Geist, du kannst mit jemandem reden, du kannst zuhören. Ich rede eher davon, dass man debil wird, dass man als Mann, ich kenne einen 85-jährigen Vater von einer Freundin von mir, der ist einfach aggressiv geworden. Menschen verändern sich im Alter, nicht alle, natürlich nicht. Aber da würde ich vorsorgen, ich weiß nicht, wie ich werde. Meine Mutter wurde unerträglich im Alter. Aber so weit ist es bei Ihnen ja nicht. Und so wie Noch Sie das beschreiben. Ja, ich bin ja auch nicht gegangen. Deswegen. Und genau, ist ja gegangen. Ja, und genau diese Phase interessiert mich auch, weil Sie sind ja da. Und das, was Sie mit wenigen Worten gesagt haben, ist eigentlich, dass Sie diese Familie geliebt haben. Dieses nach Hause kommen, das mit den Kindern sein, das mit allen zusammen sein in diesem Haus. Das waren ja Sie, so hörte ich das so ein bisschen raus. Und jetzt auf einmal innerhalb weniger Sekunden ist es nicht mehr da. Haben Sie gekämpft oder wie ist das bei Ihnen dann eingeschlagen? Haben Sie versucht, es zu halten noch für einen Moment? Nein, wenn jemand mir sagt, er will sich von mir trennen und er liebt mich nicht mehr, dann werde ich nicht Schwierigkeiten machen. Mhm. Ich habe mich ja auch schon getrennt und es ist, glaube ich, nichts zerstörerischer, als wenn du jemanden siehst, der auf dem Boden liegt und weint und dich festhalten will und du willst eigentlich nur weg. Wir wissen das alle. Das wollte ich meiner Frau ersparen. Also dann ein würdiger Abschied? Ja, dann. Absolut. Mhm. Würdig, ja. Es gab keine Diskussionen mehr. Wir haben alles geregelt. Ich habe alles zugestimmt und das war's. Aber so sehr es
nach außen... So eine Trennung wird sie nie mehr haben. Ja, aber so sehr es nach außen ja dann gelungen ist, diese Haltung dazu haben, das würdevoll zu machen, nach innen sieht es ja möglicherweise ganz anders aus. Ja, wie groß war der Schmerz? Wie groß war das? Sie haben gesagt, es hat mehrere Jahre gedauert. Ja. Wie sehr hat Sie das getroffen, auch verunsichert oder was auch immer, dass das passiert ist? Ich weiß nicht, ob es mich verunsichert hat. Mhm. Es war einfach... Es tat weh. Ja, es tat einfach weh. Mhm. Es war einfach nicht gut. Aber es kamen eben verschiedene Dinge dazu. Nicht? Das war ja nicht nur das. Das wäre ungerecht, das alles nur auf die Trennung zu schieben. Das war natürlich auch, wenn man 70 ist, geht man über eine Schwelle. Damit kann ich mit keinem reden, der jünger ist. Wir beide könnten uns über dieses Alter unterhalten. Och, ich könnte Ihnen Ratschläge geben. Ja, ja. Jetzt sind wir aber gespannt. Das glaube ich immer. Ja, auf die sind wir gespannt. Da kamen einige Sachen dazu mit meiner Mutter. Und, ja. Und das war ein ganzer Haufen. Mhm. Aber ich finde, man sollte seine Würde bewahren und vor allen Dingen auch dem anderen die Möglichkeit geben, in Würde zu gehen. Wenn Sie gesagt haben, es hat geschmerzt, es tat weh und das über eine lange Zeit, haben Sie denn irgendwann dann davon loslassen können? Und ja. Wie haben Sie gespürt, dass es jetzt soweit ist? Ich habe eine sehr schöne Wohnung und gucke auf den Park und ich weiß, dass ich im Bett lag und mir gedacht habe, jetzt geht es mir richtig gut. Meine Kinder sind da. Ja. Und eigentlich möchte ich gar nicht, dass hier jemand einzieht. Ja. Das also ist Sie noch nicht lange her. Sie genießen noch nicht lange diese her. Lebensphase jetzt ja, das auch. Ist höchstens ein paar Monate her, ja. Ja, toll, jetzt hast du gerade dafür gesorgt, dass die Frauen denken, Mensch, den armen Mann, den musst du mal anschreiben und jetzt sagst du, die lassen halt. Naja, man sagt ja nie nicht. Ich spiele zwar kein Lotto, aber... Ja. Ich möchte an der Stelle auch mal... Die Natur, wie die so automatisch sich regeneriert. Ja, ja. Das ist ja. Sowas Wunderbares. Ja. Ich sehe das ja bei uns in der Bauernschaft. Ne? Ja. Pardon. Ich möchte an der Stelle auch Frau Wadetzki mit einbeziehen. Nochmal herzlich willkommen bei uns im Nachtcafé. Man sagt ja, so ein großer Philosoph hat gesagt, nichts ist so beständig wie der Wandel. Warum fällt es uns denn trotzdem so schwer, immer wieder in unterschiedlichen Lebenssituationen loszulassen? Naja, weil Loslassen eben nicht einfach ist. Also wenn wir sagen, ja, ich muss halt loslassen oder lass doch los, dann geht's dir besser, das ist ein schöner Wunsch. Aber wir müssen überhaupt erstmal die Bereitschaft zum Loslassen überhaupt finden. Was bedeutet Loslassen? Wie würden Sie das beschreiben? Was gehört da dazu? Also zum Loslassen gehört unter anderem dazu, dass sich alle Gefühle, die damit zusammenhängen, dass denen ein Raum gegeben wird. Mhm. Also Schmerz oder Wut oder Angst oder auch Freude, ja, mhm. Die brauchen einen Rahmen. Die müssen einfach auch da sein dürfen. Und sowas braucht Zeit. Und Loslassen an sich heißt ja, ich akzeptiere, dass etwas nicht mehr so ist, wie es bisher war. Und damit beginnt Loslassen eigentlich. Ich muss es nicht gutheißen, was passiert, aber ich muss es annehmen. Wie unterschiedlich ist es, ob ich es bewusst herbeiführe, dieses Loslassen, oder ob ich gezwungenermaßen unfreiwillig irgendwann lernen muss, loszulassen? Na, das Selbstgewählte ist natürlich leichter. Ja. Und zwar deshalb, weil ich was habe, wo ich dran festhalten kann, beziehungsweise dranbleiben kann, nämlich eine neue Idee oder einen Wunsch oder wo ich sage, oh ja, jetzt ist an der Zeit, jetzt muss mal was Neues her. Mhm. Dann kann ich viel leichter loslassen, als wenn ich vor die Situation gestellt werde, dass mich ich verlassen werde oder ich einen Unfall habe oder sowas. Das ist eine Situation, die ich ja nicht wähle, sondern die muss ich ertragen und das ist sehr viel schwerer. Das, worüber wir gerade gesprochen haben, so eine Trennung, eine unfreiwillige Trennung, haben wir ja fast alle schon erlebt, so etwas. Und wenn es eine Liebe war, tut es weh. Ja. Wie können wir denn lernen, loszulassen von einem Menschen, den oder die wir noch lieben? Das ist ja nicht leicht. Natürlich ist es nicht leicht. Und trotzdem ist es nötig. Mhm. Und es braucht eine gewisse Zeit, das Ganze zu akzeptieren. Und es ist ein tiefer Trauerprozess. Mhm. Und ich muss sozusagen, wenn mir danach ist, weinen oder auch schimpfen oder ne, auch da wieder alle Gefühle sozusagen da sein zu lassen. Und dann irgendwann
diesen Zeitpunkt können wir nicht bestimmen, wir können es nicht machen. Der kommt, so wie wir es auch gerade gehört haben. Ne? Mhm. Auf einmal kommt die Idee und dann heißt es so, jetzt nehme ich mein Leben wieder in meine Hand und ich bestimme jetzt hier wieder, was passiert. Und das ist dann, glaube ich, ein ganz wichtiger Schritt, dass man sich ablöst. Und man löst sich ja oftmals nicht von dem Menschen ab, sondern man löst sich von der gemeinsamen Zeit ab, die man zusammen hatte. Mhm. Und von eben von den ganzen Umständen, das ist ja das, was wir loslassen müssen. Der Mensch bleibt ja. Und auch die Liebe zu diesem Menschen kann auch bleiben. Und es wäre auch schön, wenn sie bliebe. Vielen Dank, Frau Wadetzki. Ich komme immer wieder zu Ihnen zurück. Gerne. Ist es denn dieses Gefühl, Herr Dumont, ich habe mein Leben wieder in der eigenen Hand, was Frau sicherlich ist das. Ich habe mir gerade gedacht, es war eigentlich nicht, dass ich so sehr meine Frau verloren habe, weil ich sie geliebt habe. Ich habe sie wahrscheinlich gar nicht mehr so geliebt. Wir waren ja sehr lang zusammen. Mhm. Wahrscheinlich wird die Liebe bei uns beiden abgenommen haben. Bei mir war es eher der Verlust von allem. Ja. Ich habe das genossen. Es war eine tolle Partnerschaft. Es war toll mit den Kindern. Wir mochten die gleichen Dinge. Und Sie haben recht. Irgendwann wacht man morgens auf und sieht, mein Leben gehört ja eigentlich mir. Und zwar nur mir. Und den Kindern natürlich. Und Sie haben ja gerade so gesagt, ach, eigentlich ist auch ganz schön hier so allein. Ja. Sind Sie denn jetzt ein überzeugter Single oder sagen Sie, ach, in dieser oder jener Situation wäre eigentlich schon schön? Natürlich, da bin ich leider der absolut Falsche, den das zu fragen. Weil, soll ich für dich antworten? Und ewig lockt das Weib. Ja, also. Ja, in welchen Situationen denken Sie, es wäre... Ach, ich meine, manche können wir uns vorstellen, aber welche nicht so offensichtlichen Situationen denken Sie, jetzt hätte ich gerne jemanden bei mir und würde das ganz anders genießen? Das sehr oft. Ich glaube, wir alle teilen gerne. Ja. Ich gehe in ein wunderschönes Konzert oder schaue mir einen tollen Film an oder was und denke mir, was für eine Kacke, jetzt sitze ich allein mit Schokolade hier, werde immer fetter und keiner. Ja. Nein, natürlich, jeder teilt gerne. Mhm. Natürlich fehlt mir jemand. Aber manchmal sind auch Situationen, wenn ich dann Fußball gucke, wo jetzt nicht unbedingt jemand mich zulabern muss, weil er nicht weiß, wo die Knöpfe sind, die er gerade annähern will. Also das ist unterschiedlich. Mhm. Ich glaube, es gibt da keine Regel. Aber ich habe das hingekriegt. Und wenn Sie sagen, ewig lockt das Leib. Das Leib. Das ist schon eine Brotwerbung. Und wenn Sie sagen, ewig lockt der Leib und das Weib. Wenn Sie das sagen, beides. Ja. In welchen Situationen glauben Sie, ist es am ehesten wahrscheinlich, dass man sich kennenlernt? Ist es die Lesung? Ist es das Internet heute? Ist es, keine Ahnung, das Set? Wo lernen Sie Menschen kennen, Frauen kennen? Sie sind aber ganz schön neugierig. Ja, natürlich. Das gehört dazu. Das ist eine Frage, die ich nicht beantworte. Ganz einfach. Janine kennt sich da besser. Ja. Ich kann antworten, wenn du möchtest. Nein, lass mal. Auf keinen Fall. Das Loslassen hat ja viele Ebenen. Sie haben ja schon einige davon auch angesprochen. Mhm. Ich glaube, wir alle können uns gar nicht vorstellen, dass Sky Dumont nicht mehr arbeitet. Bevor wir auf dieses Thema noch mal einsteigen, ob Sie auch davon loslassen könnten, erinnern wir uns erst noch mal an einige Rollen. Ich bin Sean Everett. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Ich freue mich auch. Dann haben Sie auch sicher nichts gegen eine Gegenüberstellung einzuwenden. Sie können mich gegenüberstehen, wem Sie wollen. Habt ihr noch einen letzten Wunsch? Ja, das Lied aus der Superperforator-Werbung. You don't have to wait for later. He's a new Eliminator. Ask your local weapon trader for the Superperforator. Ich hoffe, wir sehen uns irgendwann wieder. Ja, irgendwann vielleicht. Und nochmals danke für alles. Ich kann mich nur an den Tanz erinnern. Ja. Wie ist das eigentlich? Möchten Sie arbeiten, bis der Vorhang fällt, sozusagen? Das kann ich nicht beantworten. Mhm. Ich glaube, ich möchte arbeiten, solange es mir Spaß macht. Mhm. Das ist der Motor. Und solange ich mich nicht lächerlich mache. Mhm. Es gab eine wunderbare Inszenierung in Wien mit vier Herren. Peter Weck führte übrigens Regie. Mhm. Und es war so, dass
von den vier Herren drei kamen und nie einer den Text konnte. Und irgendwie nach 4 Wochen wurde das eingestampft. Und das möchte ich eben vermeiden, dass das mir dann so geht. Das kommt ja irgendwann mal. Ist das ungeachtet? Das verändert? Sorry, das dann verändert der Spaß an der Arbeit oder wie Sie Arbeit sehen inzwischen noch über die Jahre? Noch hat sich's nicht verändert. Ich bin froh, dass ich sehr wählerisch sein kann mittlerweile. Mhm. Das ist ein großes Privileg. Ich musste sehr viel Scheiße machen. Sehr, sehr viel. Und das ist natürlich angenehm, wenn du sagen kannst, nein, vielen Dank, tolle Rolle, aber das ist nichts für mich. Insofern hat es sich natürlich verändert, weil ich nur die Sachen spielen darf, die ich spielen möchte. Mhm. Und das ist ganz toll. Dadurch wird es natürlich viel weniger, weil mir natürlich immer der Bläser angeboten wird und der Seidenschal hauptsächlich immer noch. Aber oft halt dann nicht. Und das macht dann Spaß. Also es ist halt weniger dann. Das heißt, es ist schon auch ein Loslassen, weil Sie sich auch in bestimmten Rollen einfach nicht mehr so sehen, weil Sie sich selbst nicht mehr so als stimmig empfinden? Ja, und vor allem ist natürlich auch die Sache, dass man sich's leisten kann, finanziell. Das ist natürlich ein großes Glück. Und da habe ich halt immer wirklich auch Glück gehabt. Mhm. Und das genieße ich. Wenn Sie das insgesamt sehen, Sie haben gesagt, vor einigen Jahren hat sich einiges verändert. Wie würden Sie das beschreiben? Was ist Ihnen heute wichtig im Vergleich zu, sagen wir mal, vor 10, 20 Jahren? Ich würde sagen, das klingt sehr kitschig, um meine Kinder. Mhm. Das ist so ein Mittelpunkt in meinem Leben. Der Beruf ist es nicht mehr. Weil wenn ich das jetzt sehe, was Sie da sehr nett gezeigt haben, kann ich mich eigentlich nur an eine einzige Rolle erinnern. Und da sehen Sie schon, wie flüchtig das ist. Mhm. Ich kann mich an meine Theatergeschichten erinnern, aber es ist ja doch immer nur ein Bruchteil dessen. Also insofern nehme ich meinen Beruf nicht mehr so ernst, wie ich es früher gemacht habe. Das sollte man auch. Auch da sollte man loslassen. Denn es ist für uns die große Kunst, die wir machen, aber es ist nicht für den Zuschauer die große Kunst. Dann hoffen wir einfach, dass Sie das Leben weiter genießen, ob mit oder ohne Beruf, ob mit oder ohne Partnerschaft, aber auf jeden Fall mit Ihren Kindern. Vielen Dank. Und ich denke, das Leben hat viel zu bieten und Sie dem Leben auch. Dankeschön. Vielen Dank, dass Sie da sind. Dankeschön. In diesem Sinne sind wir auch gleich bei Ihnen, Frau Schmidt. Ja. Sie haben schon gesagt, 83 Jahre stehen an der Spitze Ihres Unternehmens. Was lieben Sie denn so an Ihrem Beruf? Eigentlich die Haare der schönen Frauen oder die schönen Haare der Frauen, umgekehrt. Ja. Ich habe mich den Haaren verschrieben und von Anfang an als junge Frau schon. Und dann habe ich einen Salon, war ich ein jüngster Meister von Deutschland, dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und dann habe ich dann, wenn mir was nicht gefiel, habe ich an die großen Firmen geschrieben, kann man was ändern, haben sie nicht gemacht, also habe ich gedacht, jetzt mache ich das allein. Eben, wir haben schon gesagt, Sie waren die jüngste Friseurmeisterin Deutschlands, also das war ja schon was Besonderes. Und dann hatten Sie aber eine Idee, die sogenannte Traumrolle. Das hat jetzt nichts mit Ihrem Beruf zu tun, nichts mit der Schauspielerei. Was war denn das? Welche Idee steckte denn hinter dieser sogenannten Traumrolle? Was mir nicht so gefiel, das war dass die Abhängigkeit von denen vom Friseur. Mhm. Ein guter Schnitt, eine schöne Koloration und das Rest musste man zu Hause alleine machen. Die sind immer so hilflos gewesen, die Frauen. Dann haben sie gesagt, dann haben sie das Bändchen hinten genommen oder sie haben keine attraktiven Frisuren gemacht. Da denke ich, da muss doch mal was geben, wo man etwas erfindet, dass die Dame alleine ruckzuck mit wenigen Griffen, haarschonend, flott, schnell, praktisch und sparsam. Und das habe ich entwickelt. Und das habe ich dann an mir probiert, weil ich selbst so ein bisschen schusselige Haare habe. Ich war das beste Opfer. Und dann habe ich das alles ausprobiert Es war so ein Lockenwickler mit abziehbarem Stab, muss man sagen. Wenn Sie da so intensiv drauf eingehen. Also ich meine nur, damit man sich das vorstellen kann. Schade, dass ich ihn nicht mit habe, war dumm von mir. Es ist ein Lockenwickler, weil es ist eine Rundbürste, normale Rundbürste, die man ja braucht, mit abnehmbarem Stiel. Mit Naturborsten, also sehr haarschonend, sehr gut angebracht. Und das habe ich alles konstruiert mit meinem Wissen. Das macht das Volumen sozusagen. Ach ja, mein Herr. Haben Sie das benutzt? Nein. Heute Abend? Nein. Aber jetzt, wo Sie mich drauf bringen, vielleicht holt man noch was raus. Ich sehe die Sendung ja schon eine ganze Zeit, also sehr lange schon, auch mit Ihrem Vorgänger. Ja.
Und dann habe ich immer gedacht, dann hatte er dann den Sportjob früher, wie er da war. Ah, ja. Da hatte er immer schon die Haare so länger. Ja. Richtig hab, matte, ja. Ja, immer richtig matte. Ja, ja. Habe ich gedacht, einmal dem in die Haare geht. Weißt du, das war bitte. Gehen aber ran, Frau Schmidt. Ja, ja, aber. Ja, ja. Ach Mann, bitte. Ja, natürlich. Ja. Und er hat da so Naturlocken, er hat, ja. Das sind so ein paar Sachen, da könnte man was draus machen. Er hielt immer seinem alten Zopf fest. Und aber, jetzt wird er immer kürzer, ich freue mich. Ja, ja. Aber sagen Sie mir mal was anderes. Das war ja damals nicht selbstverständlich, dass Sie als Frau so eine Idee entwickeln, Unternehmerin werden. Sie haben sich ja dann auch wirklich engagiert für diese Idee. Ja, sehr. Was war denn zum Beispiel mit Ihrem Mann? Hat er gleich gesagt, super, mach das, ich glaube an dich? Oder waren da schon Zweifel? Bis das Stadium kam, war es ein bisschen holprig. Mein Mann ist also Landwirt, Bürgermeister. Ein richtig toller Mann war das. Also ich muss sagen, aber, und er hat mich genommen, hat keine Landwirtsfrau genommen, hat er mal gesagt, ich darf das hier mal so sagen, ich möchte niemand, keine Frau haben, die Tiere fett macht, also Schweine fett macht, ist das richtig so. Wollte er nicht, er wollte mich. Und Sie sind eine tolle Frau. Danke. Wirklich. Und in so einem kleinen Dorf wie bei uns hieß es, hör mal Fritz, willst du das Friseuschen heiraten? Ja, das war so. Ja, ja, ich war keine Meisterin, ich war Friseuschen. Ja. Und da habe ich gedacht, so, ich zeig's euch. Und habe meinem Mann ein Haus gebaut, habe mir den Laden eingerichtet. Und ich habe dann richtig losgelegt. Wenn Sie da so drauf zurückschauen, Sie sind ja heute, wie gesagt, immer noch im Geschäft. 20 Mitarbeitende, Millionen Umsatz. Sie immer noch an der Spitze. Ist das sowas wie ein Lebenssinn für Sie geworden? Oh ja. Ja? Was ist denn das genau, was das für Sie zu einem Sinn macht? Ist es, dass Sie die Frauen damit glücklich machen, weil sie jetzt alle das Volumen kriegen, das Sie da hinzaubern? Oder sind es die Mitarbeitenden, die Sie haben, weil das wie so eine Family ist quasi, also dass man da diese Nähe auch hat? Was hält Sie dort besonders? Also zuallererst bedanke ich mich immer wieder bei meinen Mitarbeitern. Mhm. Wir haben 20 Leute und da ist das wie ein Puzzle, wie eine Familie, absolut. Es ist ein richtig ein toller Haufen und ich kann so gut sein, wie ich will, ohne die Leute bin ich gar nichts. Weil es kommen Ideen, es kommen, die nehmen mir viel ab, das geht also wunderbar. Es gibt ja andere, die sagen, ja, ich liebe meinen Job. Aber ich möchte ja, dass es immer gut weitergeht. Ich baue jetzt eine Nachfolgerin auf. Ich baue einen Nachfolger auf. Haben Sie sich schon mal Gedanken darüber gemacht, ob Ihre beiden Töchter oder ob Enkel das übernehmen könnten? Also meine beiden Töchter übernehmen nicht. Eine ist, die macht Psychiatrie, ganz, ganz erfolgreich. Kinderpsychiatrie, das ist große Hilfe angesagt. Und die andere Tochter, die ist Redakteurin, dann ist sie ist vor allen Dingen beruflich, ist sie Diplom-Agraringenieurin. Hat mir immer geholfen, was jetzt die Inhaltsstoffe der Produkte, sie arbeitet auch bei mir im Betrieb, wie sie kann. Und dann kam etwas dazwischen, dass das eben verhindert hat, auf der gesundheitlichen Ebene, dass sie nicht einsteigt. Die Kinder studieren alle, in Berlin, in Amerika, überall. Ich habe tolle Enkel. Ja, und ansonsten, ich stehe immer noch da, wo ich stehe. Was glauben Sie, wie gerne ich hätte, dass jemand sagt, Margot, danke schön, komm, ich Hätten übernehme. Sie das wirklich gern? Ja. Ja, glaub doch. Ich glaube. Hält das nicht, glauben heißt hält nicht das nicht auch so jung? Ich meine, wenn Sie reden über Ihren Beruf, Ihre Fummeln, Augen glänzen und Sie strahlen, Sie haben eine Kraft. Ich glaube, dass das ja auch total aufrecht hält, dass man diese Aufgabe hat, dass die Leute auch zu einem aufschauen, ist sowas ganz Besonderes. Wenn Sie das auch sagen, gibt es bei Ihnen, Herr Dumont und Frau Kunze, auch Kolleginnen und Kollegen, die eben nicht mehr die Rolle kriegen und die ihr Leben ohne die Kunst, für die sie gelebt haben, nicht mehr so ausfüllen können? Kennen Sie solche Fälle? Natürlich. Na, sicher gibt es ohne Ende, gerade in unserem Beruf. Und die Weil das ist ja ein sehr kurzer Beruf, viele haben ein, zwei kleine Erfolge und dann kommt jahrelang nichts mehr, obwohl, ich meine, es ist ein Topf voller höchst begabte Leute, die nichts zu tun haben und ein ebenso großer Topf von unbegabten Menschen, die was zu tun haben. Es gibt ja da, ganz... Also ganz ist es aber schon wichtig, dass Sie sagen würden, man braucht einen Lebenssinn unbedingt neben dem Beruf? Also wenn Sie mich fragen, auf jeden Fall. Ich bin wahnsinnig dankbar, dass ich jetzt auch schon seit über 20 Jahren meinen Beruf so intensiv ausüben darf. Mhm. Und da, so sieht es im Moment aus, noch in den nächsten ein, zwei Jahren wenigstens kein Ende in Sicht ist. Aber mein Lebenssinn, und ich liebe meinen Beruf wahnsinnig, du weißt das, Guy, auch. Also ich gehe da auch sehr drin auf und für mich ist der sehr wichtig. Aber mein Lebenssinn
das ist nicht mein Beruf, das sind meine Kinder, meine Familie, das ist das, was für mich existenziell ist. Was ist denn das, was Sie noch zum Leuchten bringt? Sie haben es ja gesagt, ne? Wenn ja. Sie den Beruf, ist es, gärtnern Sie gerne, würden Sie gerne auf Konzerte gehen, würden Sie gerne verreisen mit Freundinnen und Freunden? Ich glaube, er verkuppelt uns gerade. Zum Beispiel. Was ist mein Lebenssinn? Das Leben überhaupt. Ich bin neugierig auf jeden Tag. Die ganze Planerei, ne? Da kommt was von rechts, von links. Das merkt man. Und das greife ich auch auf. Ich habe jetzt wir haben einen Brunnen gemacht bei uns in unserem schönen alten Vierkanthof. Und dann war eine Geschichte. Das ist ein Brunnen, wenn das sprießt, Händchen drunter, darfst du einen Wunsch äußern. Ich habe das schön geschrieben, also eine schöne Sache. Ich mache ein Brunnenfest, ich lade Sie ein. Sie auch. Sehr gerne. Auf jeden Fall, natürlich Michael. Ja, selbstverständlich. Margot, wir haben alle Wünsche. Willkommen. Und das ist ganz lustig, diese Geschichte mit dem Brunnen. Da geht ja jeder hin. Da ist sogar der Pastor hingegangen, hat mal drunter gehalten. Der Ungläubige. Hat gedacht, vielleicht noch mal ein bisschen Wässerchen. Man weiß ja nie. Was sagen Sie, Herr Wächter, Herr Eigenbrunn? Bitte? Ich habe keinen Glücksbrunnen. Nein. Aber würden Sie, wenn Sie das so hören, würden Sie sagen, Mensch, ja, gut, wenn man seine Berufung gefunden hat, dann eben weitermachen? Oder wie sehen Sie das so, wenn Sie das hören? Glaube ich schon nicht. Ich glaube, gerade bei Ihnen merkt man sehr, wie gut es den Leuten tut. Und ich glaube, dann ist es falsch. Oder gesellschaftlich sagt man dann, ja, 65 und Schluss und gut ist. Und viele fiebern diesem Alter darauf hin. Ich glaube, dass Ihre letzten 18 Jahre, wenn ich richtig renne, von 65 an, toll waren und Spaß gemacht haben. Warum soll man das aufgeben und jemanden wegnehmen, weil es gesellschaftlich eventuell anders wäre oder gedacht ist? Ja. Das habe ich oft gedacht. Quatsch. Warum? Eben. Ja, es befruchtet sich, glaube ich, auch gegenseitig. Mhm. Also ich als Dreifachmutter kann sagen, die Kombination aus meiner Familie und dem Job finde ich großartig. Mhm. Warum soll man jetzt irgendwas aufgeben, wenn es ja geht? Frau Wadetzki, kann auch festhalten glücklich machen? Na, dranbleiben. Dranbleiben. Nicht festhalten. Ja. Sehr schöne Antwort. Festhalten tun wir an dem, was es nicht mehr ist. Bravo. Aber dranbleiben tun wir an dem, was ist. Und was bei Ihnen ist, da ist die Lust, da ist die Kompetenz, da ist die Idee und die Lebendigkeit. Und das leben Sie. Und das ist hervorragend. Danke. Und sowas macht auch Sinn, natürlich. Und jeder muss seinen Sinn selber finden. Ja. Und ich glaube, es ist auch falsch zu sagen, was ist jetzt sinnvoller als? Sind Kinder sinnvoller als der Job? Oder der Mann sinnvoller als die Mutter? Oder was weiß ich wie? Das müssen wir selber rausfinden. Und wir können sowohl in der Arbeit den Sinn finden, als auch in den Kindern, als auch in der Natur, was auch immer. Aber wenn es stimmt für uns, dann ist es sinnvoll, dann macht es Spaß, dann sind wir gut. Und deshalb ist es so toll, gerade wenn man selbstständig ist, dass man weiterarbeiten kann. Ja. Viele können nicht. Eben. Die würden so gerne. Und dann heißt es, 65 plus ist Schluss. So. Und dann stehen sie da. Das heißt, es ist eigentlich sehr individuell, wie lange wir arbeiten können. Es gibt natürlich auch Menschen, die es gerne würden, aber die eigentlich den Ruhestand herbeisehen, weil sie es körperlich nicht mehr schaffen. Ja, natürlich. Und dann ist für die sinnvoll, aufzuhören. Ja. Weil sie auch was Langweiliges machen, nicht? Würden Sie trotzdem sagen, es kann sinnvoll sein, irgendwann den Absprung zu schaffen oder sich ein zweites Leben aufzubauen? Oder? Sinnvoll kann alles sein. Ja. Also, es ist natürlich eine Gefahr, wenn ich meine Identität, mein Selbstwertgefühl nur an eine Sache hänge, dann ist natürlich die Gefahr, wenn die wegfällt, dann stehe ich da und habe nichts. Also es ist immer gut, wenn man sozusagen auf mehreren Hochzeiten tanzt. Und deshalb merke auch, ich meine, auch der Job, Ihre Arbeit wird sich verändert haben im Laufe der Zeit. Da bin ich ziemlich sicher. Wie bei mir. Ich arbeite auch noch, aber auch anders als früher. Und weiß genau, ich denke mir, was passiert denn, wenn ich jetzt, was ich, nicht mehr denken könnte? Dann müsste ich mir was anderes suchen, ja? Also von daher wäre es gut, wenn man seine gesamten Fähigkeiten irgendwie so zur Verfügung hat, damit man auch variieren kann, wenn es plötzlich nicht mehr geht. Denken Sie manchmal an die Zeit, wenn vielleicht Ihr Job dann doch mal ausläuft? Ganz sicher, die biologische Uhr ist da. Und wenn jemand käme und würde sagen, Schmidti, komm, ich bin da, ich kann's, ich löse dich ab, würde ich das überdenken und gucken, wenn er gut ist, kriegt das. Ganz normal. Aber weißt du, was das Schönste ist, lieber Michael? Das sind die Kontakte mit den Menschen. Ich habe ungefähr weit über 100.000 Kunden in diesem Haus.
Und die schreiben mir, die mailen. Die, du kannst dir gar nicht vorstellen, was für Briefe ich kriege, mit Herzchen, mit Liebes. Die beten für mich, dass ich lange noch bleibe. Na bitte. Toll. Wofür sind Sie auch dankbar? Für alles. Wissen Sie, am meisten bin ich dankbar. Wenn ich dann sitze auf der Terrasse, gucke, das ist sehr schön, das Ganze, dann denke ich, Mensch, dass mein Mann mich überhaupt genommen hat. Nee, der war, brauchte mich ja nicht zu nehmen, das Friseuschen. Er hat mich aber genommen und ich hab's gut gemacht. Wenn er von oben guckt, sagt er, Mama, ist die gut gemacht, mach weiter so. Und das kommt, lieber Michael. Ich warte auf die schönen Dinge und sollte mal was anklopfen, dann akzeptiere ich's. Ich glaube, Sie haben uns allen gezeigt, dass Aktivität nichts mit Alter zu tun hat. Und wir sind einfach gespannt darauf, wo es Sie noch hintreibt, welche Ideen Sie noch haben, was Sie noch alles umsetzen werden. Und ich glaube, Sie haben alle inspiriert hier. Vielen Dank. Danke. Man merkt ja bei Ihnen auch, wie gesagt, Sie lieben den Beruf. Sie haben das Leuchten in den Augen. Sie haben einen Beruf gehabt, der Eigenrauch, der vielen Jungs und Mädchen das Leuchten in die Augen treibt, nämlich Profi zu sein im Bereich des Fußballs, waren irre erfolgreich. Aber fangen wir auch bei Ihnen ein bisschen früher an. Sie sind aufgewachsen in Ostwestfalen, in der Nähe von Minden. Wenn Sie so an Ihre Kindheit denken, was haben Sie da so für Bilder im Kopf? Womit verbinden Sie das? Wie war die Zeit? Gute Frage. Frühe Kindheit, Unbeschwertheit, spielen, Spaß machen, Wald, Natur. Rausgehen. Rausgehen. Und Fußball? Welche Rolle spielte Fußball? Ich wollte eigentlich Handball spielen. Und letzten Endes haben mich meine Eltern in Anführungszeichen bestochen und haben gesagt, ich weiß gar nicht, was es war, wenn du im Fußballverein eintrittst, kriegst du eine Autobahn. Ich war damals ein großer Fan von Vater Autobahn. Oh ja. So wollte ich eine neue bekommen und habe dann mit gesagt, Looping, okay, wahrscheinlich. Das wird, nee, Looping fand ich nicht so gut. Das waren noch die klassischen ohne Magnete, mit denen ich gerne gefahren bin oder die ich habe fahren lassen. Auf jeden Fall bin ich dann drauf eingegangen und habe begonnen. Und dann haben Sie auch im Verein gespielt, mehr durch einen Zufall, so schlecht können Sie nicht gewesen sein, sind Sie dann zu Arminia Bielefeld in die Jugend gekommen, haben sich da ja auch wohlgefühlt. Wie schwer ist es Ihnen dann später gefallen, nach Gelsenkirchen zu wechseln, dort Profi zu werden, Ihre Heimat und die ganze Region zu verlassen? Für mich war es dann relativ tragisch, weil ich habe mich sehr wohl gefühlt in Bielefeld. Habe aber zum damaligen Zeitpunkt dann natürlich mir gesagt, okay, wenn du die Möglichkeit bekommst, höherklassig spielen zu können. Schalke kam als letztes auf mich zu. Ich hatte vorher verschiedene andere Gespräche, wo sich aber nie was daraus ergeben hat. Aber trotzdem diese Erlebnisse zu haben und dann die Möglichkeit zu bekommen, diesen Sprung zu wagen, habe ich gesagt, okay, das machst du, schon in dem Bewusstsein, dass natürlich nicht jedes Jahr solche Anfragen kommen. Nun ist das ja aber auch eine Entscheidung, ne? Fußballprofi werden. Wir reden ja heute auch über das Loslassen. Mussten Sie davon auch von anderen Ideen loslassen dafür? Also das war bei mir zumindest, ich habe angefangen in dem Sinne nachzudenken, irgendwann mal mit Anfang 20. Okay. Das war in meiner Kindheit, in meiner Jugend. Soll nicht irgendwie so Larifari wirken, aber da war Spaß, noch Freude, Unbeschwertheit. Das tut mir auch heute bei für Jugendlichen und Kindern leid, die gar nicht mehr unbeschwert sein können. Ne? Erleben, proben, Abenteuer. Und wenn ich sehe, das ist verboten, jenes ist verboten, dieses ist verboten, das war nicht. Wir konnten noch ausprobieren, wir konnten noch in alter, ich komme aus Westfalen, ja, gab es auch Bergbau, allerdings Erzbergbau, Eisenerz, konnten wir noch in alte Stollen reingehen. Wir sind noch auf alte Bauten, die irgendwie 20 Meter hoch waren, wo man eigentlich nicht drauf sollte. Da haben wir Abenteuer gesucht. Das war das, eine Erfahrung, die man real als Kind, als Mensch machen sollte, glaube ich. Und das wird allem verwehrt. Insofern, wo war ich eigentlich im Ursprung, war es ein Abenteuer, dann Ruhrgebiet. Und der Wechsel ist mir aber unglaublich schwer gefallen, weil das war eine andere Welt für mich, das Ruhrgebiet, zum damaligen Zeitpunkt. Wie sind Sie dann klargekommen in der Zeit, als Sie dann dort waren erstmal? Sie haben ja erstmal nicht gespielt, ne? Ich habe nicht gespielt. Klar, die sportliche Enttäuschung war natürlich sehr, sehr groß, weil ich von mir selber eine andere oder anderes erwartet hatte, dass ich mich besser einfände, aber auch im sozialen Bereich sicherlich festzustellen, dass ich habe es früher häufig in Gesprächen beschrieben als rosarote Welt, die ich vorher vom Lizenzbereich Bundesliga-Fußball im Kopf hatte, zu sehen, dass diese rosarote Welt, aber mit der Realität, zumindest meiner Realität, nicht deckungsgleich ist. Das war schon ein bisschen sehr ernüchternd und muss zugeben, dass, was auch später nicht der Fall war, diese Fußballwelt nicht meine Welt war, in der ich mich eigentlich aufhalten wollte. Insofern war das klar, krass,
Also ich bin überhaupt nicht zurecht gekommen. Ne? War auch natürlich aufgrund, dass ich nicht so kontaktfreudiger Mensch bin, Eigeninitiativ, sehr isoliert, losgelöst vom damaligen Freundeskreis. Kein Selbstvertrauen wahrscheinlich, oder? Kein Selbstvertrauen, gen Null. Ging dann sogar so weit, dass ich, ich weiß gar nicht, nach welcher Zeit das war, ich glaube nach einem Dreivierteljahr, bin ich zum damaligen Manager Herrn Bruchhagen, Herbert Bruchhagen, hingegangen und habe darum gebeten, dass mein Vertrag aufgelöst wurde oder würde. Aber wenn ich mir das so vorstelle, also schon mal Schwierigkeiten gehabt, aus der Heimat dahin zu gehen, dann ist man da, kein Selbstvertrauen, isoliert auch noch, will eigentlich schon gehen. Wie kam es denn dann zu diesem Tag, dass Sie dann trotzdem in der ersten Liga aufgelaufen sind? Das basierte nur darauf, dass Mitspieler in der Mittagspause, Alexander Ristic war damals Trainer, unerlaubterweise Begemmen gespielt haben. Und blöderweise, Herr Ristic neigte immer über die Flure zu gehen und zu hören, ob alles ruhig ist. Also es war immer Vorgabe, dass man 2 Stunden Mittagspause ruhig ist. Man muss nicht im Bett liegen, aber ne, nichts machen, Fernsehen gucken, vielleicht ein bisschen lesen oder was auch immer. Die Kollegen haben gespielt. Herr Ristic hat das mitbekommen, hat das Begemmen-Spiel aus dem Fenster gepfeffert und die entsprechenden Spieler für den Spieltag zumindest aus dem Kader rausgeschmissen. Und davon erfahren habe ich dann, das war ein Abendspiel in Nürnberg, nachmittags in einer Besprechung, ich dachte, ich sterbe. Mir war schon bestimmt, ob blöder Situation, häufig schlecht in meinem Leben, aber so schlecht wie an dem Tag war mir noch nie. Also, du denkst an nichts Böses, aus heiterem Himmel, da deutete nichts drauf hin, da eingesetzt zu werden. Aber es ist ja da nicht so schlecht gelaufen. Sie waren danach ja auch Stammspieler. Sie haben in den Jahren darauf gegen die Besten der Welt gespielt, gegen Ronaldo. Erinnern sich vielleicht manche, den brasilianischen Ronaldo gespielt. Sie sind UEFA-Cup-Sieger geworden. Vielen, denen man auf Schalke davon heute noch erzählt, vielen Fans, die haben immer noch Gänsehaut. Was haben Ihnen diese Erfolge dann bedeutet? Ich weiß nicht, wie es bei anderen Leuten ist, aber da ist es in der Situation als solche gar nicht greifbar. Du erkennst ja gar nicht die Dimension, die das Ereignis eigentlich bedeutet dann. Wir sitzen hier jetzt, wie lange später ist das? Fast 25 Jahre bald. Und das ist den Leuten noch Erinnerung. Das hast du, ja, das hast du natürlich. Die Dimension und Größenordnung dessen hast du damals natürlich weder für Schalke noch halt für das Ruhrgebiet als solches. Dortmund ist dann auch Champions League-Sieger geworden, irgendwie begriffen. Also ich zumindest nicht. Sie haben ja auch gesagt, es war aber einfach nicht das Geschäft, der Sport, den Sie sich als Kind so vorgestellt haben. Ich glaube auch von der Schauspielerei haben ja viele eine Vorstellung und denken, wow, das ist Glamour, roter Teppich, bekannt sein. Wie viel hat das mit der Realität zu tun? Nichts. Nichts. Also, entschuldige Janine, du kannst. Meine Kinder haben mich natürlich gefragt, weil ich gesagt habe, ich spiele nicht mehr so, also ich drehe nicht mehr so gerne. Drehen bedeutet, du lernst deinen Text, dann gehst du aufs Set und dann sagst du den Text und warst einigermaßen konzentriert, dann ist das Mikro drin, also normal. Dann sind die Haare nicht okay von der Partnerin, dann ist ein Schatten. Dann, also es ist für uns ist Glamour. Es ist ein ständiges Wiederholen von Fragmenten. Theaterspielen ist was anderes, da spielst du das ganze Ding. Ich liebste am meisten immer die Proben. Es ist halt einfach Stückwerk. Können Sie verstehen, dass jemand so leicht von seinem Beruf lassen kann? Ja, jeder ist eben anders und ich habe jetzt genau zugehört, er ist mir viel zu pessimistisch, er muss mal bei mir eine Kur machen. Mit den Locken wird es ja nichts. Nee, das wird aber häufig missverstanden. Ich bin nicht pessimistisch, ich bin auch kein Nihilist. Ich glaube nicht. Ich habe das große Problem, dass ich zu viel erlebt habe, real. Und da sprechen wir teilweise über Film, da sprechen wir über Musikbusiness, sowohl was CDs oder Ähnliches anbetrifft, Live-Konzerte, da sprechen wir über normale Arbeit im Handwerksbetrieb. Und da komme ich jedes Mal, muss ich mich mit der gleichen Scheiße auseinandersetzen. Ja. Letzten Endes sind es, und da kann ich es runterbrechen, Befindlichkeiten, Eitelkeiten von irgendwelchen Leuten, die mir zumindest überhaupt nicht zusagen, weil es geht eigentlich um die Sache als solche, um das Produkt, wie auch immer geartet, um Erfolg, um gemeinsam. Und Ihnen fällt es dann auch nicht schwer loszulassen. Ist es so, dass manche Menschen Frau Wadetzki leichter loslassen können als andere? Ja, ganz sicher. Ja? Ganz sicher. Woran hängt es? Wie leicht oder schwer es uns? Also das hängt sicherlich an der Person selber. Also es gibt ja Menschen, die sehr verwurzeln sich in allem, was sie tun.
Das sind manchmal auch ängstliche oder unsichere Menschen, die dann auch die Struktur brauchen, die sich nicht trauen, rauszuspringen und was Neues zu machen. Und es gibt andere Leute, die eben sehr wechseln können. Und das Interessante ist ja, dass wir ja beide Pole brauchen. Wir brauchen ja das Loslassen genauso wie das Dranbleiben. Und in der Spannung zwischen beiden entsteht eigentlich unsere Kreativität und das Neue. Und es gibt Menschen, wir Menschen tendieren oft dazu, dass wir diese Spannung nicht aushalten können zwischen den Polen. Und deshalb entscheiden wir uns immer für eine Seite. Und entweder ich entscheide mich dafür, alles bleibt so, wie es immer ist und war, und dann fühle ich mich sicher. Oder aber ich entscheide mich für die Seite, es muss immer wieder was Neues kommen, immer wieder was Neues, immer wieder was Neues. Und beides ist natürlich extrem, weil wenn ich nur festhalte, komme ich nicht weiter. Und wenn ich immer wieder wechsle, dann kann ich nicht den Genuss des Jetzt genießen, ja, und nicht ernten. Und insofern ist es gut, wirklich beides für sich selber zu sehen und zu schauen, wo kann ich meine Grenzen weiten, wo kann ich was Neues probieren, was will ich aber auch festhalten, beziehungsweise wo will ich dranbleiben, weil mir das gut tut. Und da so eine, wie soll man sagen, so ein Gleichgewicht zu bekommen zwischen beidem. Und das fällt vielen Leuten schwer. Mhm. Und insofern muss es halt jeder auch für sich selber entscheiden, was für ihn wichtig ist. Sie haben ja deswegen hat man noch eine Partnerschaft, wo man sich ergänzt, oder? Dachte ich. Mhm. Sie haben ja gesagt, Sie haben danach sehr viele unterschiedliche Dinge gemacht. Würden Sie sagen, das war so wie am Anfang bei Ihrer Fußballerkarriere, dass Sie auch der Zufall von einer Lebensphase, von einer Lebensstation in die nächste getragen hat? Wie sehen Sie das? Nee, das war der Versuch. Also ich bin ein Freund, der nicht linear leben kann. Also ja. Ich könnte, auch wenn es natürlich irgendwie sehr idyllisch klingt, nicht 50 Jahre in einem und demselben Job arbeiten. Mhm. Weil mir das einfach, da hätte ich keine Impulse. Klar gibt es natürlich auch Jobs, die Veränderungen mit sich bringen, wo man ja Veränderungen miterleben darf. Aber ich brauche stärkere Impulse, damit ich mich, glaube ich zumindest als Persönlichkeit, noch weiterentwickle, dass ich nicht stehen bleibe. Sie sind jetzt auch in Ihre Heimat zurückgekehrt. Mhm. Warum? Familiärbedingt. Ja. Wie ist also Eltern anbetreffend. Ja. Wie ist es, wieder da zu sein, wo Sie herkommen? Das ist witzig, weil es natürlich die Möglichkeit bietet, die ganzen Schubladen, die aufgehen, wenn man Orte von früher sieht, noch mal genauer zu betrachten, sich zu erinnern, was war. Ist allerdings auch vollkommen bizarr für mich. Ich wäre von alleine niemals auf die Idee gekommen. Ich glaube, Ihre Region. Mutter ist dort im Pflegeheim. Ne? Genau, mein Vater ist letztes Jahr verstorben, Mutter ist im Pflegeheim. Mhm. Muss mich um Besitz dort noch kümmern, was damit geschieht. Auf jeden Fall selber wäre ich nicht auf die Idee gekommen, weil, ja, das ist... Ich danke Ihnen erstmal, Herr Eigenrauch, dass wir Sie kennenlernen konnten und eben nicht nur als Fußballer kennenlernen konnten. Und angeblich hat bereits Goethe den Satz geprägt, zwei Dinge sollten Kinder von ihren Eltern bekommen, nämlich Wurzeln und Flügel. Ihre Tochter fliegt aus. Sie ist, wie Sie gerade angedeutet haben, zum ersten Mal gerade im Ausland allein. Genau. Wie ist es denn jetzt für Sie? Also jetzt nicht mehr mit der Schule und so. Ja, das hat wie ist es jetzt für Sie? Ich fühle mich überraschend gut, weil ich weiß, dass es ihr total gut geht und dass sie da sehr aufblüht. Und ich mache mir um meine Große auch keine großen Sorgen im Sinne von, ich habe Angst, weil die irgendwas nicht auf die Kette kriegt. Die ist so selbstständig und cool. Und wie oft wird telefoniert? Weil das hat man ja gerade schon. Wir telefonieren jeden Tag. Ja. Aber, und ich hoffe, sie reißt mir jetzt nicht den Kopf ab, aber sie ruft mich auch an. Ich will sie nämlich auch nicht nerven, weil ich eben immer denke, oh Gott, ich will jetzt wirklich nicht auf den Keks gehen. Und ich weiß, dass sie das da wirklich auch stemmt. Aber sie ruft dann auch an. Natürlich, weil sie auch mal die eine oder andere Frage beantwortet haben muss. Aber dann sagt sie auch, gute Nacht und so. Und dann denke ich immer, es hat natürlich auch viel Streit gegeben, klar. Aber dann hat man doch auch einiges richtig gemacht. Möchten Sie denn die Mama sein, die immer anruft? Oder wie stellen Sie sich das vor, wenn Sie dann loslassen? Möchte ich die Mama sein, die immer anruft? Ehrlich, ich bin ein totaler Gefühlsmensch. Mhm. Und wenn ich das Gefühl habe oder das Bedürfnis, ich muss mein Kind jetzt anrufen, weil ich das Gefühl habe, irgendwas stimmt nicht, die braucht mich. Oder auch einfach nur, ich möchte nur kurz wissen, wie es ihr geht.
dann mache ich das auch. Also dann bin ich vielleicht auch eine egoistische Mutter, aber dann möchte ich ganz kurz wenigstens ihre Stimme hören. Ich würde ihr jetzt nicht stundenlange Gespräche aufs Auge drücken. Die haben auch meistens dann wirklich Besseres zu tun, als der Mutter zu erzählen, während alle am Essenstisch sitzen, wie der Tag war. Das akzeptiere ich auch, aber ich denke, man darf gegenseitig in der Familie auch kurz sagen, du, ich denke an dich, ich wollte nur hören, ob alles in Ordnung ist. Ja, ist alles gut, okay, Schatz, dann wünsche ich dir noch eine tolle Zeit. Wie eng ist denn ihr Draht zueinander? Wir sind sehr, sehr eng. Ja. Und das hat sehr viele Vorteile, aber auch ab und zu eben Nachteile. Also auch so Freundinnen eng? Oder? Nein, ich würde nicht sagen, dass ich ihre Freundin bin. Nein, meine Tochter hat Freundinnen. Sie fragt mich noch recht viel. Wir sprechen auch, würde ich sagen, über fast alles. Aber die hat tolle Freundinnen. Und ich hatte auch nie den Anspruch an mich als Mutter, die Freundin meiner Kinder zu sein. Ich glaube, dass das auch nicht gut wäre. Für die Kinder nicht, für mich nicht. Und nein, den Anspruch habe ich nie gehabt. Und das ist auch gut so. Ich möchte deren Mutter sein. Sie haben ja lange auch mit Ihrer Tochter in der ZDF-Serie Held zusammengespielt. Genau. Und wir bleiben beim Thema und schauen mal kurz rein. Okay. Ach, dafür ist noch Zeit? Ja. Im Gegensatz zu dir brauche ich dafür auch nur ein paar Minuten und nicht anderthalb Stunden. Sag mal, wo ist eigentlich dein ganzes Zeug hin? Weg im Mülleimer. Aha. Tja, da guckst du. Ich habe nämlich keinen Bock mehr auf diese ganze Style-Nummer. Ich bin mehr als meine Optik. Wow. Aber Schatz, Bürsten sollte noch drin sein, oder? Ist wie zu Hause. Ist wie zu Hause, wollte ich gerade fragen. Ist denn da alles eitel Sonnenschein oder gibt es da schon auch mal richtig? Nein. Es war sehr lustig. Ich habe gestern noch mit meinen netten Nachbarn so von Garten zu Garten gesprochen, habe gesagt, mein Gott, was müssen Sie manchmal denken? Dann sagte meine nette Nachbarin, wir hören nichts. Und dann habe ich nur gelacht und habe nachher meinem Mann gesagt, die sind wirklich so gut erzogen, die trauen sich gar nicht, die Wahrheit zu sagen. Bei uns fliegen richtig die Fetzen. Muss das also sein? Ich weiß nicht, ob das sein muss. Ich würde mich aber aus dem Fenster lehnen und behaupten, wenn Familien mit Kindern und vielleicht sogar auch mit mehreren Kindern und auch mit pubertierenden Kindern und auch noch mit zwei gleichzeitig pubertierenden Kindern behaupten, bei uns ist nur eitel Sonnenschein, wir streiten nie, es ist alles tippitoppi, es gibt überhaupt keine Diskussion. Ich würde behaupten, das ist gelogen, das kann nicht sein. Also und bei uns fliegen richtig die Fetzen. Wir haben, wir wollten unsere Kinder stark machen. Das haben wir geschafft. Das ist auch super für sie, auch für uns. Da sind wir sehr stolz drauf. Aber die wissen halt auch, was sie wollen und was nicht. Und nur weil wir Mama und Papa sind, streicheln die uns nicht über den Kopf und machen das dann, was wir sagen. Und das führt natürlich unweigerlich dann auch manchmal zu Konflikten. Aber das ist auch normal. Wie ist das denn bei Ihrer Tochter? Ich meine, wenn ich meinen Sohn, 14, wenn ich dann schimpfe und laut werde, der ist ja so cool, dann sagt er, ich finde, du wirst jetzt ein bisschen laut. Ja. Das sagt mein Sohn auch. Ja, meine Töchter schreien dann aber mit. Gruselig. Irgendwann werden sie auch laut. Sind Sie froh, dass Sie auch noch einen jungen Sohn haben, der einfach... Ja, ne? Ja, klar. Also meiner ist 11, ich kann das irgendwie gut verstehen. Das ist toll. Ja. Sensationell. Ja, wenn Sie jetzt nach vorne denken, würden Sie sagen, dass es jetzt schon Dinge gibt, die Sie richtig planen? Also was wird zum Beispiel aus Ihrem Zimmer? Nein. Oh, das ist auch wirklich so ein Ding, dass die kleinen Geschwister da natürlich da sitzen und sagen, wer bekommt denn jetzt eigentlich das Zimmer, wenn die Lilly weg ist? Also ehrlich, das sind keine Gedanken, die ich gerade im Kopf habe. Und ich finde es auch wichtig, dass wenn Kinder gehen, die erstmal ihr Zimmer behalten. Jetzt muss ich aber dazu sagen, wir sind auch privilegiert, wir haben das Glück, unsere Kinder haben auch alle ihren eigenen Bereich. Also da muss sich jetzt auch keiner streiten, dass er endlich mal sein eigenes Zimmer bekommt. Und meine Kinder sollen auch bitte jederzeit, wann immer sie wollen, auch wieder nach Hause kommen. Und dann müssen die dann nicht irgendwo um Sofa schlafen. Also sowas plane ich nicht. Und ehrlich gesagt plane ich, und ich hoffe, man versteht das richtig, ich plane gerade auch nicht viel für Lilly. Ich lasse sie planen und ich versuche, sie zu unterstützen. Es ist ihr Leben und das habe ich zu akzeptieren. Als ich Mutter wurde, war mir klar, dass die irgendwann auch gehen. Und mein Weg war, oder meine Aufgabe, meine Kinder dafür stark zu machen. Ich glaube, das haben wir zu einem Großteil wirklich ganz gut hinbekommen, mein Mann und ich. Und jetzt müssen die fliegen und die müssen ihren Weg finden. Und gerade meine Große, muss ich sagen, die ist so stark und die ist so klar. Das sind alle drei bei uns und die wissen genau, jedenfalls im Moment, was sie wollen. Und wenn das mal irgendwann nicht der Fall ist, dann sind wir auch da und versuchen, sie aufzufangen. Aber die ist eigentlich gerade sehr strukturiert und die weiß, was sie will, wo sie hin will, was sie vorher noch machen will. Und ich
kann sie jetzt nur, ich kann ihr nur unterstützen, zur Seite stehen. Sie haben doch auch ein Kind in dem Alter, oder? Sohn 10 und Tochter 19. 19. Ja, wie können Sie denn von der Tochter genauso gut loslassen wie vom Fußball? Das ist eine unfaire Frage. Das ist eine gemeine Frage. Gemein. Man muss sich schon stärker zwingen. Ja. Ist in Heidelberg jetzt zum Studieren. Mhm. Und da ist natürlich auch der Schritt, ne, ähnlich wie ich ihn gemacht habe, auf einmal losgelöst vom Elternhaus. Du kommst dahin, bist in einer neuen Welt, in Anführungszeichen, auch wenn sie natürlich unter ganz anderen Voraussetzungen, was die Erfahrung anbetrifft, aufgewachsen ist als ich. Klar, als Vater mit Tochter denkst du natürlich auch, hey, ne? Ja. Kopfkino fängt an, was alles passieren kann. Das ist schlimmer als mit dem Sohn wahrscheinlich später. Ja, schrecklich. Ja. Glaube ich nicht, weil ich da sowieso eine andere Sensibilität habe. Also ich fand das immer früher fürchterlich, wie sich Jungs teilweise benommen haben, Mädchen gegenüber dann auch. Ja. Ne? Dieses, ne, Hauptsache sie hat Tüten, keine Ahnung, was da noch für Begriffe waren. Und Frau Badetz, ich sehe sie so schmunzeln. Warum fällt es denn Eltern häufig mal schwer, die Kinder loszulassen? Naja, zum einen wollen sie ja bewahren vor was Schlimmem. Ne? Und wenn die Kinder nicht mehr da sind, dann können sie sie nicht mehr bewahren. Und das müssen sie im Grunde, das Risiko müssen sie eingehen, dass vielleicht die Kinder auch scheitern. Ja? Oder dass ihnen was passiert, das ist das eine. Das andere ist natürlich auch die Person selber. Also wie definiere ich mich als Mutter oder als Vater, wenn dieses Kind nicht mehr da ist, weil die Familie verändert sich. Wenn nur eine einzige Person rausgeht, verändert sich das ganze System. Also auch das Paar ist vielleicht wieder vor einer neuen Phase, vor einer Neubestimmung. Wenn gar keine Kinder mehr da sind, ganz sicher. Also solange noch Kinder da sind, dann kann man sagen, ha, die sind ja noch da. Aber wenn die weg sind, dann sind nicht mehr wirklich... Zusperren. Bitte? Dann braucht man die Tür nicht mehr zusperren. Das ist auch gut, ja. Wenn so wäre, dann ist es gut. Dann braucht man gar nicht weiter zu reden. Ja, ja. Ich finde auch, mir tut so ein bisschen das Wort manchmal, glaube ich, loslassen. Ich habe gar nicht das Gefühl, und das mag sich jetzt sehr naiv anhören, natürlich lasse ich sie auf einer Ebene los, aber ich habe das Gefühl, wir sind so verbunden und wir sind so eng und es ist mein Kind. Und die weiß, wo ihre Wurzeln sind und die weiß, wir sind immer da und wir werden sie auffangen. Und ich habe zum Beispiel jetzt überlegt, ob sie in Hamburg oder in Paris studiert. Und ich bin mit beiden... in beiden Städten sehr klar, weil ich gesagt habe, Mensch, finde ich super, da setze ich mich ins Auto und bin beides mal in 3 und in 4 Stunden dort. Also ich bin ganz schnell bei dir und kann dir helfen. Vielleicht ist das auch etwas, woran man sich so klammert. Nee, aber genau das ist es doch, was Sie gesagt haben. Sie lassen sie los und sie hat die Wurzeln bei Ihnen. Ja. Das ist doch das sind jetzt wieder die beiden Seiten zusammengebracht. Und was, ich muss ja das Kind nicht verstoßen. Nein, um Gottes Willen. Aber was passiert mit Kindern, wenn wir zu sehr halten, wenn wir sie zu sehr zu den Wurzeln ziehen? Sozusagen? Also entweder werden sie dann völlig abhängig von den Eltern und leben mit 80 noch mit Vater oder Mutter zusammen. Mhm. Oder aber sie werden renitent oder aggressiv und müssen dann wirklich kappen und müssen gehen. Und dann kann es sein, dass die Beziehung zu den Eltern wirklich auch bricht. Und das möchte man ja beides genau. nicht. Und ich glaube, da muss man einfach eben als Eltern auch sehr sensibel sein. Das ist mir bestimmt auch nicht immer gelungen. Also aber ich denke, das ist auch unsere Aufgabe, wie ich das eben schon gesagt habe. Wir müssen sie ja auch ziehen lassen. Und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, wenn ich jetzt das Gefühl hätte, die wohnt noch mit 40 bei uns, dann hätte ich ehrlich gesagt, und ich möchte niemandem zu nahe treten, aber dann hätte ich als Mutter das Gefühl, ich habe irgendwas falsch gemacht. Mhm. Weil das Schöne ist doch im Leben, dass wir auf eigenen Füßen stehen können, dass wir unser Leben leben dürfen, dass wir uns frei entfalten können. Und das wünsche ich mir für meine Kinder. Aber ich frage mich schon, und das frage ich mich selbst auch, wie wird man Familie leben, wenn das Kind aus dem Haus ist? Stellen Sie sich schon vor, dass es dann so mal Familientreffen gibt? Oder wie stellen sich Familie dann vor? Also erstens haben wir ja noch 2. Ne? Also mein Sohn ist 11. Das ist die gute Situation. Ich bin noch nicht, ich glaube, es wird richtig hart, wenn mein Sohn auf dem Absprung ist. Das muss man sagen. Das ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Situation. Dann wird es, glaube ich, richtig schlimm. Und dann können wir uns nochmal unterhalten, ob ich dann noch so spreche. Der ist gerade auch im Fußball übrigens sehr aktiv. Und mal gucken, ich befürchte, dass er nicht als Letzter gehen wird. Mhm. Aber ich habe ja noch 2 zu Hause. Und wir leben ja, wir dürfen ja noch Familie leben. Und insofern habe ich das Gefühl noch nicht. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen,
im Leben kann sich immer alles sehr schnell verändern. Darüber bin ich mir absolut im Klaren. Und das hat Vor- und Nachteile. Ich bin niemand, der an etwas total festhält, auch nicht an Beziehungen. Ich bin auch der Meinung, wenn man mich nicht mehr liebt, dann, das hat auch was mit Selbstachtung, glaube ich, und Kraft zu tun. Auch wenn ich den anderen noch liebe, ich würde mich nicht auf den Boden werfen und mich festbeißen. Aber mein Mann und ich glaube, zum heutigen Zeitpunkt würde ich sagen, auch wenn alle weg sind, wir haben so viele verrückte Ideen und wir wissen uns zu beschäftigen. Es ist ja auch die Frage, wofür steht Familie? Ne? Sie sind bei Ihren Pflegeeltern groß geworden. Würden Sie sagen, das, was man sich so unter Geborgenheit vorstellt, unter Angenommensein, das haben Sie erlebt? Ich glaube, in einem stärkeren Maße, als das wahrscheinlich viele, viele leibliche Kinder erlebt haben. Also Sie haben irgendwann mal gesagt, Sie haben früher das, was Familie heißt, gar nicht so erlebt. Was heißt? Ich bin im Internat gewesen, im Landschulheim mit 8, mein Bruder genauso. Mhm. Und dann ist es einfach nicht so, dass das, was Sie beschrieben haben, in einem Haus zusammen sein. Ja, das kenne ich gar nicht. Für mich war das eine Wohltat. Und man wird mir ja oft vorwerfen, dass ich mehrmals verheiratet war. Dafür habe ich auch gezahlt. Aber ich habe immer Familie gesucht, weil ich die nie hatte. Ja. Sie haben mit Ihren Pflegeeltern in einer Reihenhaussiedlung gewohnt. Ihre Mutter hat damals als Prostituierte gearbeitet. War das dann schon so, dass da Welten auch aufeinander getroffen sind? Nein, ich habe meine leibliche Mutter immer als sehr, sehr liebevollen und netten Menschen auch kennengelernt. Und ich habe sie nicht als eben Prostituierte kennengelernt. Ja. Und auch das, ich bin meiner leiblichen Mutter und auch meinen Eltern für all das, was ich mitbekommen habe, sehr, sehr dankbar. Und ich habe durch meine Kinder- und Jugendzeit ganz extrem gelernt, glaube ich, Menschen anzunehmen, so wie sie sind. Und ich bewerte Menschen weder nach Optik, noch nach Beruf, noch nach irgendwas. Ich bewerte Menschen nach Worten und nach Taten. Und wie eng ist Ihr Kontakt dann heute so zu Ihrer leiblichen Mutter noch? Ich habe zu meiner leiblichen Mutter keinen Kontakt. Mhm. Das hat aber viele Gründe. Und die Gründe sind nicht, weil wir böse aufeinander sind, sondern weil wir sind uns in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich. In vielen Dingen sind wir auch sehr unterschiedlich. Mhm. Und es gab einfach einen Moment, wo wir, glaube ich, beide gesagt haben, es ist jetzt auch mal gut, jeder geht seinen Weg, aber ohne Groll. Mhm. Und ich habe ja auch nie einen Hehl daraus gemacht, wenn man mich braucht, bin ich da. Und ich glaube, das ist von allen Seiten so. Und das ist ja das Entscheidende. Und darum bin ich eben auch, wo mich viele Leute immer fragen, wie kannst du immer so toll und dankbar über deine Kindheit auch sprechen? Und ich habe ja auch ein Buch drüber geschrieben, weil es einfach so war. Und man muss nicht in einer leiblichen Familie groß werden, um diese Liebe zu erfahren. Jetzt habe ich natürlich exorbitant Glück gehabt, dass ich so eine Familie gefunden habe oder dass man die für mich gefunden hat. Aber das hat sehr viel mit mir gemacht und auch sehr viel Positives. Wenn Sie über Ihr Verhältnis zu Ihrer leiblichen Mutter reden, haben Sie ja gesagt, Sie haben beide voneinander losgelassen, auch in beiderseitigem Einvernehmen. Ja, also, und Sie haben auch gesagt, es ist ein großer Unterschied, ob wir so einen Schritt freiwillig tun, bewusst selbst tun oder ob er unfreiwillig ist. Frau Schmidt, wir haben schon gesagt, dass Sie zwei Töchter haben, ja, Zwillinge. Zwillinge. Sie haben aber auch einen Sohn. Der ist leider verstorben, als er 17 war, bei einem Verkehrsunfall. Nein, wie schwer war das? Gefahren. Er ist ins Feld gefahren, um zu sehen, nach einem starken Regen, ob die kleinen Pflänzchen kamen. Weil das war so ein Platschregen. Und er sagte, wir müssen neu sehen, sagte mein Mann. Und dann sagte er, nee, Papa, das kommt durch. Und da kam die Sonne und dann ist er gefahren, ist mit seinem kleinen Mokik, hat er dann überquert im Feldweg. Und da kam ein Motorrad mit Übergeschwindigkeit und hat ihn erfasst in der Seite. Und da wurde 4 Stunden operiert und dann ist er daran gestorben. Und das war so ein Traumkind. So 1,90 und ein Herz wie ein Elefant, so groß und so liebevoll. Und das war so, Mutter-Sohn sind immer anders wie Töchter-Söhne. Meine Töchter sind tolle Mädchen, wirklich kluge, tolle Mädchen. Aber der Junge, der war einfach ein, kann ich gar nicht beschreiben. Und wenn dann die Mütter sagen, oh, der Mann hält sie alle gleich, der Junge war mir so am Herzen, ich hätte alles getan für ihn. Und dann ist das passiert. Wie schwer ist es, das Unfassbare irgendwie zu akzeptieren? Ja, das war mein Mann und ich. Mein Mann hat 3 Tage auf der Erde gelegen, ist nicht aufgestanden, nur auf der Erde gelegen, auf den Fliesen und wollte nicht aufstehen. Dann das ist ja der einzige, der Hoferbe, ne? Und und wir alle, also die Zwillinge, man konnte es gar nicht beschreiben. Und dann so ganz allmählich kam die Realität zurück.
Und das hat dann, und da hat mir die Arbeit auch wieder geholfen. Dann waren so viele Dinge, die ich dann angepackt habe. Die Kinder haben die Abitur gemacht, die sind dann meist ins Studium gegangen. Also es ging, das Leben ging weiter. Wo ich mir geholfen habe, und das habe ich bis heute, zwischen Loslassen und Festhalten. Ich habe ihn losgelassen nach einer langen Zeit. Aber er ist immer gegenwärtig. Was heißt das, er ist immer noch gegenwärtig? Zum Beispiel, ich fahre Auto und dann habe ich das Gefühl, er sitzt neben mir. Und dann rede ich auch mit dem, halte ich die Hand auf den Sitz. Ich sage, ich weiß, Junge, du bist jetzt da. Guck, dass ich sauber hinkomme und ich hoffe, dass es dir gut geht. Vielleicht bist du schon im nächsten Leben, vielleicht gibt es überhaupt keinen Himmel. Vielleicht, dann quatsche ich mit dem und red mir die Seele frei. Ist gerade in so einer ersten Zeit, ist vielleicht auch wichtig, so wie Sie das geschrieben haben, die Arbeit war da, etwas zu haben, an das man sich halten kann? Ganz sicher, weil es ist ein Riesenschock. Und von daher ist es gut, wenn man etwas hat, sowohl Menschen oder auch Tätigkeiten, wo man sagt, ja, hier kann ich meine Kraft auch wieder spüren und kann weitermachen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass wenn wir einen Menschen verlieren, dann gibt es ja eine Leerstelle. Und in diese Leerstelle kommt die Erinnerung. Das heißt, dieser Mensch geht ja nie wirklich weg. Und nachdem meine Mutter gestorben ist, hat mir eine liebe Freundin einen schönen Satz geschrieben, der mich sehr getröstet hat. Sie hat geschrieben, ich wünsche dir, dass deine Trauer bald zur liebevollen Erinnerung wird. Und das fand ich wunderbar, weil ich glaube, so funktioniert es. Weil diese Menschen gehen ja nicht weg. Die gehören ja zu unserem Leben dazu. Und ich finde es auch schön, wie sie sich unterhalten. Das tue ich dann auch. Und, das funktioniert. Ja, natürlich. Mir geht es gleich besser und das ist doch der Sinn. Sie sind für uns ja noch da. Und das finde ich was Wunderbares. Aber die Trauer darf allmählich auch weniger werden. Und das ist ja auch das, was uns dann auch wieder glücklicher macht im Leben. Ja. Wenn wir zurück zu den Kindern kommen, Frau Kunze, können wir auch einfach nur demütig sein und uns freuen, dass sie da sind, dass es ihnen gut geht, dass wir das mit ihnen alles haben dürfen, bei allem Schmerz des Loslassens? Na, definitiv. Ich empfinde das Loslassen der Kinder in der Art und Weise, wie ich das bis jetzt leben darf, weil das gar kein Vergleich ist. Darum, das ist eine unfassbar starke Frau, das merkt man jetzt auch schon wieder. Ich lasse auf einer ganz wunderschönen Ebene los. Meine Kinder gehen in ihr Leben. Ja. Ja, die werden selbstständig, eigenständig. Ob ich mit dieser Art Schmerz und Loslassen so gut klarkäme, das weiß ich nicht, weil solche Geschichten brechen mir auch das Herz. Und darum versuche ich jeden Tag demütig zu sein dafür, dass ich meine Kinder auf dieser Ebene loslassen darf und nicht auf der anderen Ebene. Man ist aber machtlos. In etwas, sie haben keine Garantie. Wir das können ist einfach das, darum versuche ich jeden Tag dankbar zu sein. Herrgott danken, dass Sie die drei haben. Und dann darf ich noch einen Nachsatz machen. Das Schöne ist, Sie sind ja noch in diesem Kindersituation. Ich bin in der Oma-Situation. Ah. 4 Enkel. Ja. Und was für Gestalten, sage ich euch. Was für Gestalten. Rechts und links. Die studieren alle. Und dann haben wir am vergangenen Donnerstag, da war Feiertag, da habe ich ein Spargelessen gemacht, da kamen sie alle 4. Dann haben sie haben wir gegessen und war richtig schön. Dann hat einer das Wort ergriffen. Jetzt kriege ich dann etwas feuchte Augen. Dann haben die sich bedankt bei der Großmutter. Omi, danke für alles, für all das. Dann haben die das aufgezählt. Und wenn wir mit dir telefonieren, dann gibst du uns was. Dann haben sie mir ein Zettelchen aufs Bett gelegt. Was du machst, machst du gut. Glaub an dich. So Dinge, weißt du, das ist für mich, das geht dann weiter. Und freuen Sie sich drauf und Sie auch. Okay, wir freuen uns auf die Enkelkinder. Ja. Wir freuen uns alle drauf. Ja, ist das nicht rund? Ja. Herr Wächter, wir reden jetzt so viel auch über Kinder, die 17, 18, 19 sind. Reden wir über Ihre Situation. Als Sie 18 geworden sind, wo standen Sie da im Leben? Was haben Sie gemacht? Was waren Ihre Träume, Ihre Leidenschaften, als Sie gerade 18 geworden sind? 18, ja. Auto bekommen. Definitiv, habe gerade mein Abitur gemacht und gerade eben auch mit einer Dame zusammengekommen, die erste Beziehung sozusagen. Und ja, dann schaut er mich dabei an. Hast du auch noch alles vor dir? Ja, super. Einen muss ich anschauen. Ja. Und der Plan war auf jeden Fall dann zu studieren. Vielleicht auch, ich wollte immer mal ins Ausland. Das war auch natürlich ein Plan zu der Zeit. Und ja, habe zu der Zeit auch so das Gefühl gehabt, ja, jetzt passt irgendwie alles auch ein Stück weit. Doch war so das erste Mal, glaube ich, ich meine, ja, gut, passt.
Dann kam der Unfall im Dezember 2007. Ich glaube, am Abend zuvor waren Sie noch mit Ihrer Freundin zusammen, richtig? Abend zuvor waren wir auf einer Geburtstagsfeier, ja, genau. Und wie hat sich das dann weiter, wie ging es dann weiter? Ne, wir waren eben auf der Geburtstagsfeier, hatten da auch einen schönen Abend tatsächlich. Also war die Geburtstagsfeier einer Freundin. Und am nächsten Morgen haben meine Freundin und ich uns verabschiedet, weil wir eigentlich ein Fußballspiel gehabt hätten. Von der Gemeindemannschaft sozusagen, erste Mannschaft. Und dann ist das Spiel aber ausgefallen. Und mein Bruder und ich haben dann gesagt, ach komm, es war auch ein schöner Tag eigentlich, ein sonniger Tag. Wir gehen wandern, was unser Geschwisterding zu der Zeit eigentlich. Und haben den Tag dann so genutzt sozusagen, ja. Und dann, wie ging es dann weiter? Sie waren dann unterwegs. Genau, war unsere Tag erstmal genossen, denke ich. Übliche Route eigentlich auch. Und so auf halber Strecke kamen wir an einen Bach, wo wir dann drüber mussten. Und ein paar hundert Meter weiter unten war auch eine kleine Brücke, so ein kleiner Steg. Und ja, ich war damals 18, mein Bruder war 23. Das heißt, wir standen im Saft. Mhm. Dann habe ich gesagt, komm Michael, den Umweg spannen wir und wir springen einfach drüber. Und dann springt mein Bruder drüber, alles in Ordnung. Und dann will ich drüber springen, bleib im Fuß in der Wurzel hängen und dann schlage ich auf im Bach. Und dann wird es erstmal ruhig. Es wurde ruhig? Ja. Haben Sie geahnt, dass irgendwas Schlimmes passiert ist? Ja, doch. Ja. Also sehr schnell. Es ist erstmal ist es ein sehr angenehmes Gefühl tatsächlich. Es geht so ein Kribbeln durch den Körper, so wie man es vielleicht auch aus Filmen kennt, so eine Nahtoderfahrung. Und das war ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Und also auch keine Schmerzen? Aber recht schnell. Keine Schmerzen. Erstmal gar nichts. Mhm. Sehr geborgen tatsächlich. Geborgenheit trifft es, glaube ich, ganz gut. Und dann kommt aber die Ahnung, würde ich sagen. Ich würde es als Ahnung beschreiben. So, das war jetzt nicht gut. Das war jetzt nicht irgendwie Knöchel verdreht oder irgendwie Bein gebrochen, sondern das war jetzt nicht gut. Und dann hat Ihr Bruder, oder wie haben Sie dann Hilfe geholt? Ich meine, Sie waren ja wandern, das war ja nicht an irgendeiner Verkehrsstraße, sondern... Nee, es hat tatsächlich eine Zeit lang gedauert. Ich glaube, eine gute Stunde, eineinhalb, bis letztlich dann der Notarzt da war. Und mein Bruder hat getan, was er halt tun konnte, sage ich mal. Und hat auch vieles richtig gemacht, oder vielleicht alles richtig gemacht. Und hat mich da aus dem Bach erst gezogen, weil es war ja auch Dezember. Ich aber dann war stark unterkühlt. Also wäre ich allein gewesen, wäre ich einfach erfroren, letztlich. Ne? Und ja, hat währenddessen alles richtig gemacht, glaube ich, der Michael. Und dann sind Sie ja ins Krankenhaus gekommen. Wann wussten Sie, was die Diagnose war? Erinnern Sie sich an die Situation? Oder wie haben... Also eine Ahnung hatte ich tatsächlich schon vorher, weil ich hatte mit 16 in jungen Jahren auch einen Bandscheibenvorfall. Und mich so ein bisschen mit dem Thema Wirbelsäule, Neurologie irgendwie auch schon ausgekannt habe. Und hatte dieses Wort Querschnittslähmung war schon irgendwo im Hinterkopf da. Mhm. Aber dann irgendwann sagt es halt auch der Arzt, ne, oder der Doktor und sagt... kommt diese Gewissheit. Und hatten Sie denn noch Hoffnung, dass es vielleicht doch wieder gut ist? Ja, tatsächlich. Also man sagt ja so, bei einer Querschnittslähmung gibt es so 6 bis 8 Wochen, wo sich wieder Funktionen wiedergeben, wieder zurückbilden. Vor allem auch, weil da eine Schwellung im Rückenmark ist, wie so ein blauer Fleck eigentlich. Ne? Mhm. Und wenn sich der zurückbildet, kommt auch einiges zurück. Kam auch ein bisschen was zurück, aber hätte gern mehr gehabt, das zurückkommt, aber irgendwann so, das ist so diese Galgenfrist, so diese 6 bis 8 Wochen, wo tatsächlich auch viel Hoffnung da ist, auch von der Familie viel Hoffnung logischerweise da ist. Die waren auch da und haben ihm wahrscheinlich Mut gemacht, oder? Ja, klar. Einerseits natürlich hatten sie selber mit dem Thema zu kämpfen, sowohl meine Eltern, meine Geschwister, meine damalige Freundin. Haben die versucht, es zu verbergen? Oder? Ja, auf jeden Fall. Haben es trotzdem in den Augen gesehen? Wahrscheinlich. Ja, das ist jetzt dann, die stehen um einen rum, liegt ja dann da. Und klar ist ja Zwangsoptimismus da, das wird wieder und jetzt warten wir ab und das bekommen wir hin. Aber man merkt, dass es denen total zu schaffen macht, total nahe geht. Und spürt man. Dann kam, wie gesagt, Intensivstation, Querschnittszentrum, 9 Monate Reha. Was konnten Sie dann in dieser Zeit noch? Am Anfang gar nichts. Am Anfang gar nichts. Gefüttert werden, Zähne geputzt bekommen, angezogen werden, gar nichts, also null. Was ging dann wieder? Und dann kämpft man sich so ein bisschen zurück in diese 9 Monate. Fängt dann eben klein an mit Trinken, mit Zähneputzen, mit Essen und dann
irgendwann T-Shirt anziehen und dann irgendwann Rollstuhl damit lernen umzugehen. Und das ist dann wirklich ein ja, Prozess, der nicht 9 Monate dauert, sondern Jahre, 7, 8 Jahre. Wie ging es Ihnen denn in dieser Zeit? Sie haben ja beschrieben, mit 18, Sie standen da, Sie hatten Ihre Pläne, Sie waren zufrieden, so wie es gerade da stand. Wie sehr hat das auch Ihr Bild von sich selbst verändert? Wie ging es Ihnen einfach? Naja, also 18-Jähriger, ich war natürlich auch, ich würde sagen, als Persönlichkeit noch nicht sehr ausgebildet. Und man definiert sich über das Äußere, logisch, ne? Aussehen, Sport, Auto, Freundin, keine Ahnung. Und dann wird einem alles genommen. Alles genommen. Alles genommen. Und dann fragt man sich natürlich, wer ist man, was bin ich noch wert? Das ist, glaube ich, die Frage. Also so dieses, ich nehme mich jetzt an, das war echt weit entfernt. So. Das war weit entfernt. Mhm. Das war eher, warum ich? Mhm. Warum ich? Darf ich einmal nachfragen, weil du das gerade so formuliert hast, was bin ich noch wert? War das wirklich präsent, diese klar. Wert, echt? Was bin ich noch wert? Okay. Wolltest du noch leben? Ja, doch. Also klar gibt es da in der Klinik mal Momente, wo man sich denkt, bringt es das jetzt noch? Ne? Aber das war nie ein konkreter Gedanke. Nee. Und Sie haben das schon angedeutet, die Beziehung, wie ging die weiter? Sie waren ja noch nicht so lange zusammen. Ja, auch, auch da fragt man sich, bin ich noch was wert? Ne? Was bin ich noch als Partner wert? Mhm. Und das hat aber auch damals mir Kraft gegeben, logischerweise, ne? An die damalige Freundin. Und war für mich auch da und war damals für mich ein wichtiger halt, auf jeden Fall. Und ging ja dann auch noch lange so weiter. Wie gesagt, ich glaube, nach 6, 7 Jahren haben wir uns, glaube ich, getrennt dann damals. Ja. Hatte das was mit Ihrer Querschnittslähmung zu tun, oder? Nee, tatsächlich nicht. Also ich war damals 18, als wir zusammengekommen sind, oder Ende 17. Meine Freundin war Ende 16, Anfang 17 und dann klar. Hat man sich auch irgendwie anders entwickelt und dann hat es auch gepasst und war auch eine Trennung, wo im Guten auseinandergegangen ist, wie man so schön sagt. Aber dann war es ja auch auf jeden Fall die richtige, perfekte, große Liebe. Ich meine, ihr habt euch ja beide da so gestützt, ne, in dieser Zeit. Toll. Ja, und Wahnsinn. Natürlich jetzt im Nachhinein unterhält man sich. Und auch für sie war das natürlich, hat es ihre Persönlichkeit geprägt. Ja. Und auch im Positiven, glaube ich. Und ich habe sie damals auch gebraucht und von daher war das in der Zeit genau das Richtige, glaube ich. Ja. Toll. Wer oder was hat Ihnen sonst noch geholfen? Wieder? Vor allem erstmal mein sportlicher Ehrgeiz, glaube ich. Also gerade diese Therapien habe ich ja eher mit einem gewissen sportlichen Ehrgeiz angenommen. Habe mich eigentlich auch gefreut, auch abzulenken, ne? einen Sinn, oder eigentlich erstmal wegzuschauen, sich abzulenken, sich nicht damit zu beschäftigen. Mhm. Und bin da gern hingegangen, sowohl in der Klinik, als auch dann danach zu den ambulanten Therapien. Und mit Sicherheit dann auch wieder ein Stück weit Alltag. Ich bin dann relativ schnell wieder in meine alte Schule, habe mein Abitur nachgeholt, habe dann studiert und habe eigentlich auf dem Papier ein recht normales Leben. Und nach der Trennung, war das dann auch nochmal wieder neu bestimmen, sich nochmal neu positionieren nach diesen 6 Jahren für Sie? Ja, tatsächlich. Auch da habe ich dann nochmal, bin mit mir ins Gericht gegangen, würde ich mal sagen. Und es gab noch ein paar Themen, wo ich auf Hilfe angewiesen war. Und da war ich dann auch sehr bestimmt und habe gesagt, das muss jetzt auch noch weg. Also, zum Beispiel, damit wir das verstehen? Zum Beispiel das Thema Duschen oder sowas. Ne, wo ich noch, also es waren nicht mehr viele Sachen, wo ich Hilfe gebraucht habe. Es waren noch ein paar kleine Sachen. Da habe ich dann, auch da vielleicht kommen dann mal die oder spielt sich der Alltag ein? Ich glaube, das ist der richtige Ausdruck. Und dann verändert sich der Alltag logischerweise und dann denken wir sich, nee, das muss jetzt auch noch ändern. Und das war nochmal so ein kleiner Schritt, wo ich dann auch letztlich jetzt auch sagen kann, ich brauche niemanden mehr. Und das ist auch gut so. Wenn Sie so gesagt haben, dieses Gefühl, was bin ich jetzt noch wert? Wie lange hat dieser Weg gedauert, bis Sie von diesem Gefühl dann auch wieder loslassen konnten und wussten, jetzt bin ich wieder hier und ich bin im Reinen mit mir? Und ja, mit Sicherheit eben auch so 5, 6 Jahre auf jeden Fall. Es ist wie so eine Waage eigentlich, ne, wo erst krass in die eine Richtung ausschlägt, wo man immer guckt, man packt hier ein bisschen drauf, man lernt wieder das, man erreicht dann doch wieder trotz Rollstuhl das, man
hat wieder da schöne Möglichkeiten, man reist, man studiert, man hat seinen ersten Beruf, jetzt bin ich inzwischen selbstständig und dann kippt irgendwann die Waage und in die richtige Richtung letztlich. Und bei mir war das ein langer Prozess, bei mir war das kein Moment, jetzt bei dir vielleicht, wo man aufwacht und sagt, das ist jetzt der Moment, wo ich das akzeptiere, sondern bei mir war das ein längerer, sehr langer Prozess. Ist auch eigentlich klar, ne? Dass das Zeit braucht, oh ja. So zurückzufinden. Und Kraft. Und Kraft, ja. Wenn ich die Kraft hätte, das war die schon Jugend war auch beeindruckend. So, wirklich hat beeindruckend. Hat ihm bestimmt viel geholfen. Wie bitte? Ich habe einen Freund, Jugend. Genau wie er. Ich habe einen Freund, der ist in den Flitterwochen beim Skifahren hingefallen, und hat sich genau wie du zurückgekämpft. Und er kann auch, sein Ehrgeiz war, alles allein machen zu können. Ja. Duschen, ins Auto steigen, Auto fahren. Ja. Kraft. Frau Wadetzki, loslassen ist ja immer auch ein Teil von Veränderungen. Ne? Welche Phasen gibt es in so einem Veränderungsprozess? Naja, das Erste ist, dass wir es nicht annehmen wollen. Ne? Die Frage, wie Sie gesagt haben, warum ich, wieso nicht die anderen? Also wir handeln auch. Ne? Wir sagen, nee, also so geht das nicht. Wir verleugnen, ja, erstmal. Und dann kommen ganz viele Emotionen. Und wir versuchen aber immer noch so auf das Alte zu schielen. Ja? So nach dem Motto, ah, das muss doch irgendwie gehen. Aber es wächst auch Kraft. Und das ist so wichtig, dass gerade in so einer Situation, wo wirklich das gesamte Leben sich auf den Kopf stellt, das schafft man wirklich nur, indem man kämpft und indem man sagt, so, ich will das schaffen. Ja? Und dann kann man auch allmählich immer wieder weiter hochkrabbeln. Aber ich glaube, dass der Prozess wahrscheinlich nie aufhört. Auch für uns selber nicht. Gerade der Prozess, was bin ich wert? Wir sind nicht jeden Tag, fühlen wir uns nicht gleich wert. Wir müssen immer wieder uns etwas beweisen, dass wir wert sind. Das hört nie auf. Hat das Loslassen oder dieser Prozess dann auch was damit zu tun, neue Stärken, neue Eigenschaften so an sich zu entdecken? Auf jeden Fall. Mhm. Und es gibt ein Buch mit dem Titel Das Leben gibt dir Zitronen, mach Limonade draus. Und ich finde diesen Spruch wirklich unglaublich wichtig, weil die Zitronen, die wir kriegen im Leben, die kriegen wir nicht weg. Aber wir müssen nicht reinbeißen und es noch furchtbarer finden, als es eh ist, sondern wir können die Zitrone transformieren und können etwas draus machen. So wie es jetzt Sie gerade beschrieben haben, ne? Ihren Weg, dass Sie die Kraft genommen haben und geschaut haben, ich will wieder mit anschließen an das Leben. Das heißt, wie gesagt, unsere Zitronen, die behalten wir, aber wir können sie verändern und dann auch einen neuen Weg finden. Kräfte, auf einmal sind Kräfte uns zugewachsen, von denen wir keine Ahnung gehabt hätten, dass wir sie haben. Sie haben ja auch schon mal heute vom Dranbleiben gesprochen. Dieses Loslassen und Dranbleiben, ja. Warum ist das für Sie kein Widerspruch? Das ist deshalb kein Widerspruch, weil wir können umso besser loslassen, umso besser wir dranbleiben. Und dranbleiben müssen wir an uns, an unserem Leben, an uns, an unseren Wünschen, an unserer Fantasie und auch an der Lösung dranbleiben. Weil wir könnten auch zugrunde gehen. Ne? Wir könnten auch sagen, nee, das hat einfach gar keinen Sinn mehr, ich hau jetzt ab, ich bringe mich um. Ja? Aber darum geht es ja nicht. Also es geht ja darum, dass wir sagen, so, das ist mein Leben, es ist völlig anders, als ich will. Und jetzt bleibe ich dran an dem, wie komme ich da raus? Was kann ich für mich noch bringen? Was kann ich in mir entwickeln? Das ist ja das Irre, dass wir ja ganz vieles in uns schon haben, was wir aber noch gar nicht wissen. Und in diesen Zeiten wächst uns wirklich was zu, wo wir hinterher sagen können, boah, Manu, hätte ich doch nicht gedacht, dass ich das schaffe. Und das ist auch so wichtig im Leben, dass wir, wenn es uns schlecht geht, immer mal gucken, was habe ich eigentlich alles schon im Leben durchlitten, geschafft, überwunden, was für Kräfte habe ich schon sozusagen in mir entwickelt. Das führt auch zu Wert. Dadurch werden wir wertvoll, indem wir das würdigen, was wir auch schon alles geschafft haben. Herr Wächter. Sagt Ihnen, dass der Tod nicht viel einfacher wäre und viel friedlicher? Bitte? Ich bin da leider nicht Ihrer Meinung. Wer sagt denn, dass der Tod nicht viel erlösender ist? Mir kann geht sein, Nerven natürlich. Manchmal durch, weil ich mir denke, auch bei anderen Leuten jetzt, ich rede jetzt nicht von mir. Natürlich, und das muss jeder selber entscheiden. Mhm. Ja, ja? Ich habe da kein Problem mit dem Tod, muss ich ja. Ja, ist ja auch wunderbar. Und ich meine, wir müssen auch, wenn wir älter werden, müssen wir uns auch damit... Das könnte ich nicht. Müssen wir uns auch damit... Das weiß man nicht. Also ich höre das ja oft, dieses, ich könnte das nicht. Propofol und es ist vorbei. Sagen viele, ich könnte das nicht. Und das weiß man, glaube ich, erst in der Situation, ob man das kann. Und das hat auch was mit dem Alter natürlich zu tun. Sie haben ja auch gesagt, es gab für Sie jetzt nicht diesen einen Moment, wo Sie wussten, ich bin wieder zurück
Gab es denn aber ein Bewusstsein irgendwann, dass Sie gemerkt haben, ach ja, jetzt geht es mir wieder gut, jetzt kann ich wieder das Leben sicher auch lieben? Sicher, auf jeden Fall. Und gerade auch dieses Thema aus Zitronenlimonade machen, natürlich sehe ich jetzt im Nachhinein, jetzt habe ich den gewissen Abstand, das ist 13 Jahre her, was mir das Ganze auch logischerweise gegeben hat. Ne? Also was hat es Ihnen gegeben? Ich glaube, ich würde jetzt mit 31 hier nicht in der Runde sitzen und wäre nicht der, der ich bin, wenn ich nicht das hätte durchmachen müssen. Ja, okay. Und kann jetzt inzwischen eben ja auch, ich halte ja Vorträge in Unternehmen, gebe mein Wissen weiter und das sind Sachen, die kann ich, weil ich das durch habe machen müssen. Was ist in Ihrem Leben, ja wie bei vielen von uns einfach, womit Sie noch hadern, was noch irgendwie schwer fällt? Wenig tatsächlich. Also was... Ich habe mein Leben ja adaptiert, ich habe mich ja angepasst, das ist ja genau der Punkt. Ich meine, meine Wohnung passt perfekt, ich habe eine tolle Freundin, mein Beruf ist inzwischen auch so, dass ich mir den selber einrichten kann, mein Auto ist umgebaut, das ist ja alles cool. Natürlich gibt es Momente, Thema Spontanität ist im Rollstuhl schwieriger, auf jeden Fall. Wir machen mal schnell das oder mir auch Urlaub, hatten wir vorhin ja im Vorgespräch darüber. Man muss immer gucken, passt das Hotel, macht das Sinn, ich würde jetzt kein Wüstenurlaub buchen wahrscheinlich, das macht keinen Spaß. sondern es muss schon ein Stück weit passen und man muss eine gewisse Vorbereitung mitbringen. Also das Thema Spontanität wäre das Einzige, was mir jetzt spontan einfallen würde. Was kann helfen, was würden Sie sagen, um die Kunst des Loslassens zu lernen? Ich glaube auch da tatsächlich den Blickwinkel zu verändern und zu sagen, was kann daraus entstehen, was gibt es mir? Die Kunst des Loslassens. Vielen Dank an Sie, Herr Wächter. Vielen Dank an die ganze Runde. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder in einer Woche, dann mit dem Thema Sex, Lust und Frust. Bis gut, dass wir da nicht eingeladen sind. Bis zum nächsten Mal. Wieder mit Freitag. Nein.